Hallo, mein Name ist Dixie und ich habe heute eine ganz besondere Geschichte für dich. Vielen Dank an kurze Geschichten, die meine Lebensgeschichte erzählen. Also bitte liked und abonniert den Kanal. Früher hatte ich ein perfektes Leben. Meine Mutter ist Anwältin in einer Top-Kanzlei und ist selten zu Hause. Aber mein Vater arbeitet von zu Hause aus und zusammen waren wir das beste Team. Und Dixie rennt weiter und oh, kann sie es schaffen? Ja, sie schafft es. Wuhu! Und sie schießt und sie trifft. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Heute ist unser Vater-Tochter-Turnier und rate mal, wer gewinnt. Nun, dieses Turnier ist vorbei. David, du kannst unser Kind nicht weiter wie einen Lausbuben erziehen. Räum hier auf und hilf mir, das Abendessen zu machen, Dixie. Meine Mutter war eine absolute Spielverderberin. Beim Abendessen sprach ich mit Mama und Papa über meinen bevorstehenden Geburtstag. Ich habe endlich aufgeschrieben, was ich mir wünsche. Das haben wir doch schon besprochen. Du bekommst keine Schwester. Aber warum? Bitte, Mama. Ich werde dir mit dem Baby helfen und ich werde sogar aufhören zu spielen. Nein, wir werden keine weiteren Kinder bekommen. Schreib etwas anderes auf deine Liste. Aber Mama, das ist alles, was ich will. Dann wünsch dir etwas anderes. Komm schon, Baby, es muss doch noch etwas geben, was du willst. Ein Baby ist schon eine große Sache. Wenn ihr mir keine Schwester schenkt, werde ich in den Hungerstreik treten, bis ihr auf mich hört. Wie du willst, ich bin zu müde für so etwas. Jetzt lass mich in Ruhe essen. Natürlich ist es ihr egal, selbst wenn ich verhungern würde. Ich ging nach oben und schrie in mein Kopfkissen. Meine Mutter war so unmöglich. Hey Schatz, ist alles in Ordnung? Deine Frau bringt mich um. Ach komm schon, Baby, sei nicht so streng mit ihr. Ein Baby zu bekommen ist eine große Sache und für deine Mutter und mich ist es vielleicht keine gute Zeit. Was noch? Natürlich ist die Arbeit wichtiger für sie als wir. Deine Mutter arbeitet vielleicht viel, aber glaub mir, sie liebt dich. Und ich habe ein perfektes Geschenk für deinen Geburtstag. Es wird fantastisch sein und besser als ein weinendes Baby. Das bezweifle ich, aber wir werden sehen. Ein paar Wochen später, am Vorabend meines 14. Geburtstags, brach alles zusammen. Ich war in meinem Zimmer, als ich unten Lärm hörte. Das muss Papa gewesen sein, der die Dekoration aufgebaut hat. Aber dann hörte ich, wie Papa und Mama sich anschrien, also rannte ich die Treppe hinunter und sah Mama im Dunkeln sitzen. Mama, warum sitzt du hier alleine? Wo ist Papa? Und warum hat er meine Dekoration nicht gemacht? Schatz, es ist nicht leicht, dir das zu sagen, aber dein Vater hat uns verlassen. Wir haben schon seit einiger Zeit Probleme und ich habe versucht, alles zu tun, um uns zusammenzuhalten. Aber er ist einfach weggegangen. Lügnerin, Lügnerin, du lügst doch! Mein Vater würde das nie tun! Ich werde ihn sofort anrufen und er wird mir sagen, dass du lügst. Aber Mama hatte nicht gelogen. Ich rief wochenlang jeden Tag an, aber Papa ging nie ans Telefon. Er war wirklich weg. Ich konnte es nicht glauben. Wie konnte er mich verlassen, ohne sich zu verabschieden? Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, kam meine Mutter eines Tages in meinem Zimmer an und trug ein lächerliches Country-Outfit. Wir ziehen aufs Land. Was? Aufs Land? Warum? Ich dachte mir, dass es zu viel sein könnte, hier in diesem Haus zu bleiben und dass wir einen Neuanfang bräuchten. Ein neuer Job, ein neues Zuhause, ein neues Leben. Und im Sommer hast du genug Zeit, dich einzuleben, bevor die Schule anfängt. Ich werde nicht weggehen. Was ist, wenn Papa mich holen kommt? Das wird er nicht. Das glaube ich dir nicht. Du versuchst nur dafür zu sorgen, dass ich weit weg von ihm bin. Pack deine Sachen, wir reisen heute ab. Merk dir meine Worte, ich werde nicht umziehen. Ich werde nicht umziehen. Aber natürlich ging es immer nach der Nase meiner Mutter. Schatzem, ich muss dir etwas über diesen Ort erzählen. Der Ort, an den wir fahren, ist mein Zuhause. Dort bin ich aufgewachsen. Hä? Du sprichst nie über deine Herkunft und jetzt ziehen wir plötzlich dorthin? Ich weiß, es ist komisch, aber es ist eine lange Geschichte. Aber glaub mir, du wirst es bald verstehen. Und du wirst endlich meine Schwester Rose kennenlernen. Schwester? Du hast eine Schwester und hast es mir nie gesagt? Naja, wir sind da. Ich schaute auf und sah, wie sich der Hof vor meinen Augen erstreckte. Und das ist Rose, deine Tante. Eine Frau, die fast so schön war wie meine Mutter, stand in der Einfahrt und hielt eine Hake. Ich konnte sofort spüren, dass sie uns nicht mochte. Wow, sieh mal, wer da ist. Was machst du denn hier? Das ist mein Zuhause, Rose. Ich brauche dir nichts zu erklären. Zuhause? Bring mich nicht zum Lachen. Dein Mann verlässt dich und du denkst daran, dass du ein Zuhause hast. Das ist ja großartig. Hallo, Tante Rose. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Klar. Sie ging einfach weg und machte weiter mit dem Heu. Wie unhöflich.
Aber Tante Rose war mehr als unhöflich. Sie war grausam. Sie sprach nie mit meiner Mutter und mir. Sie tat immer so, als gäbe es uns nicht. Und zu allem Überfluss versuchte ich, meine Mutter zu fragen, was zwischen ihnen vorgefallen war, aber sie weigerte sich, es mir zu sagen. Ach, wie unglaublich erwachsen. Eines Tages machte ich einen Spaziergang zum See, als ich spürte, dass mich eine Art Stein traf. Oh, was war das denn? Oh Mann, es tut mir leid, ich hab dich nicht kommen sehen. Ich bin Callum und du musst Dixie sein. Woher weißt du, wer ich bin? Das hier ist deine kleine Stadt, wir kennen jeden. Also, wie gefällt dir das Leben abseits der großen Stadt? Es ist furchtbar, ich kann's kaum erwarten, dass mein Vater kommt und mich von hier wegholt. Ja, das tut mir wirklich leid. Mein Vater ist auch weg, also verstehe ich, wie du dich fühlst. Jetzt hör mir mal zu. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du glaubst zu wissen, aber mein Vater hat mich nicht verlassen, okay? Er ist nur mit der Arbeit beschäftigt. Okay, okay, lauf nicht weg. Es tut mir leid. Komm schon, lass uns sehen, wer am weitesten Steine springen lassen kann. Ich war so wütend auf diesen Callum und den Rest der blöden Stadt, weil sie dachten, mein Vater sei abgehauen. Aber bei dem Gedanken, zu Hause in den Kalten Krieg zurückzukehren, war es mir doch viel lieber, bei ihm zu bleiben. Es stellte sich heraus, dass Callum für frischen Wind sorgte und bald verbrachten wir mehr Zeit miteinander. Eines Nachts, als ich in meinem Zimmer schlief, kam meine Mutter in mein Zimmer. Hey Schatz, ich weiß, dass das alles sehr schwer für dich ist. Deshalb habe ich jemanden dabei, der dir helfen kann. Das ist Summer, deine Adoptivschwester. Ich konnte es nicht glauben. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit rannte ich los und umarmte meine Mutter. Ich danke dir so sehr. Endlich habe ich eine Schwester, eine Freundin für immer. Ja, wir werden beste Freundin sein, Schwester. Summer war nur ein Jahr jünger als ich, aber sie war so energiegeladen und voller Abenteuerlust. Jeden Morgen verließ sie das Zimmer, bevor ich aufwachte, um die Gegend zu erkunden. Und spät in der Nacht erzählte sie von ihren Abenteuern am Tag. Das Beste daran war, dass Summer die Einstellung von Tante Rose überhaupt nicht mochte. Also lästerten wir nachts hinter ihrem Rücken über Rose, bis wir einschliefen. Das war so befriedigend. Ich hab dich heute mit Callum gesehen. Oh Mann, er ist so süß. Ist er dein Freund? Ah, nein, wir sind nur Freunde. Okay, wenn du das sagst. Rate mal, was ich heute gemacht habe. Ich habe die Scheunentür offen gelassen und ich bin mir sicher, dass alle Tiere inzwischen geflohen sind. Was? Summer, warum hast du das getan? Weil Rose so unhöflich zu uns war und sich nur um die Tiere kümmert. Mal sehen, was sie macht, wenn alle Tiere weg sind. Oh mein Gott, das ist schrecklich, Summer. Bitte tu das nie wieder. Tante Rose wird so wütend auf dich sein. Wie aufs Stichwort hörte ich ein Klopfen an der Tür. Summer sprang auf und versteckte sich hinter mir. Du Ratte, wie kannst du es wagen? Ich weiß, dass du die Tiere rausgelassen hast. Du hast so ein Glück, dass ich rechtzeitig da war, sonst. Wenn nicht, was dann? Rose, wie kannst du es wagen, meinem Kind zu drohen? Sag deiner kleinen Nervensäge, dass sie sich vor meinem Grundstück fernhalten soll, oder ich erledige sie. Ich konnte spüren, wie Summer hinter mir zitterte, also musste ich eine gute große Schwester sein und sie beschützen. Tante Rose, es tut mir sehr leid, es wird nie wieder vorkommen. Tante Rose schnaubte nur und ging dann weg. Puh, das war knapp. Aber nachdem sie alle mein Zimmer verlassen hatten, fing Summer an zu lachen. Ich warnte sie, nie wieder dumme Streiche zu spielen, aber ich wusste, dass sie nicht auf mich hören würde. Als ich das nächste Mal mit Callum abhing, erzählte ich ihm, was passiert war. Summer spielte Tante Rose ständig Streiche. Ich hatte Angst, dass sie Mama und Tante Rose noch mehr zum Streiten bringen würde. Vielleicht versucht sie nur, sich anzupassen, und das ist ihre eigene Art, sich abzureagieren. Sie muss schnell darüber hinwegkommen, denn die verbitterte Tante Rose wird nicht mitspielen. Wie ist Summer eigentlich so? Sie ist süß, aber immer damit beschäftigt, ihre wilden Abenteuer zu erleben. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, schrien meine Mutter und Tante Rose um die Wette. Ich kenne mein Kind und sie hat das nicht getan. Du kannst sauer auf mich sein, so viel du willst, aber beschuldige mein Kind nicht für etwas, was sie nicht getan hat. Jemand hat mein Auto zerkratzt, das warst du, Dixie, stimmt's? Ich war's nicht. Das habe ich dir doch gesagt. Bist du deshalb hierher gekommen, um mich zu quälen? Hast du das nicht schon oft genug getan? Nach all den Jahren kann ich nicht glauben, dass du zurückgekommen bist, um mir weiterhin Schmerzen zu bereiten. Rose, bitte nicht. Dann fing auch Mama an zu weinen. Kannst du mir bitte sagen, was zwischen euch beiden passiert ist? Schluss mit der Geheimniskrämerei. Als Rose und ich noch Teenager waren, da hatte sie so ein Sparschwein, in dem sie Geld sparte, um von hier wegzukommen und ein neues Leben anzufangen. Sie wollte nie in dieser kleinen Stadt bleiben. Aber dann erwarteten deine Großeltern eines Tages, dass ich den Hof übernehme und ich geriet in Panik. Also stahl ich ihr Sparschwein, stieg in einen Zug und fuhr weg.
Und weil ich wegging, saß Rose hier auf dem Hof fest. Ich hasse es, dass ich meine Schwester verletzt habe, aber ich bereue es nicht. Wenn ich nicht weggegangen wäre, hätte ich deinen Vater nicht kennengelernt und hätte dich nicht bekommen. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Deshalb hasst sie uns, du hast ihr Leben ruiniert. Ich weiß, deshalb bin ich zurückgekommen. Ich will alles in Ordnung bringen, aber alle, die ich liebe, hassen mich. Dein Vater, du und meine Schwester. Vielleicht bin ich einfach ein schrecklicher Mensch. Was du getan hast, war schrecklich, aber... Du bist nicht schrecklich, Mama. Aber du musst dich bei Tante Rose entschuldigen und alles tun, um es wieder gut zu machen. Ich war froh, dass Mama ihr Fehlverhalten zugegeben hatte und es wieder gut machen wollte. So führten wir alle ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht, bei dem Mama endlich den Mut aufbrachte, sich bei Tante Rose zu entschuldigen. Sie war zuerst noch wütend, sagte dann aber... Du weißt, dass ich dir das viele Jahre lang übel genommen habe. Aber weil du mir die Farm überlassen hast, habe ich gemerkt, wie sehr ich das Land liebe und habe hier schließlich meine spirituelle Heilung gefunden. In gewisser Weise muss ich dir also Danke sagen. Und es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Wir alle umarmten uns herzlich. Es fühlte sich so gut an, wieder eine Familie zu sein. Als ich zurück in mein Zimmer kam, war ich froh, Summer dort zu sehen. Oh Gott sei Dank bist du hier. Wo warst du denn den ganzen Tag? Ich bin herumgestreift und habe einen neuen Streich für Rose ausgeheckt. Du musst sofort aufhören, dich mit Tante Rose anzulegen. Sie und Mama haben sich tatsächlich wieder vertragen. Dann erzählte ich ihr alles, aber zu meiner Überraschung... Nein, es macht mir Spaß, mich mit dir anzulegen und ich mag es. Wenn du nicht aufhörst, werde ich es allen erzählen. Du kannst es versuchen, aber niemand würde dir glauben. Ich bin die Niedliche und die Süße. Summer, warum können wir uns nicht einfach vertragen? Warum musst du mir das Herz brechen, so wie allen anderen auch? Frag dich selbst, schieb das nicht auf mich. Ich war so wütend. Was für eine Schwester aus der Hölle war das? Aber sie hatte recht. Niemand würde mir glauben, wenn ich sie nicht auf frischer Tat ertappte. Aber bevor ich etwas unternehmen konnte, häufte sich die Arbeit auf dem Hof. Eines Tages halfen Callum und ich Mama im Lagerhaus, als Tante Rose hereinkam. Jemand hat den Hühnerstall zerstört. Die Person ist mit dem Traktor hineingefahren. Was? Das war's. Ich weiß, wer es war. Es war Summer. Sie war es, die das alles getan hat, nicht ich. Ich habe versucht, die Schuld für sie auf mich zu nehmen und es ihr auszureden, aber sie hört nicht auf mich. Rose sah mich an, als ob ich verrückt wäre. Du bist eine schreckliche Lügnerin. Ich weiß, dass du das getan hast. Ich habe Beweise. Sie holte ein Video hervor und ich fühlte mich, als würde man mir einen Schlag versetzen. Das war ich. Ich lenkte den Traktor, dann fuhr ich ihn zu Schrott und fing an, hysterisch zu lachen. Nein, das kann nicht sein. Ich hab das nicht getan. Summer war es. Summer hat das alles gemacht. Ich habe versucht, es in Ordnung zu bringen, damit Tante Rose Mama verzeihen konnte, aber sie wurde wütend auf mich und fing an, noch waghalsigere Sachen zu machen. An diesem Punkt starrten mich alle mit so viel Sorge in den Augen an. Schatz, wer ist Summer? Summer, meine Schwester, die du adoptiert hast. Ich hab das nicht getan. Du hast keine Schwester. Warte, ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Es ergibt jetzt einen Sinn, Dixie. Summer ist nicht echt, du hast sie erfunden. Das ist nicht wahr, du kennst sie. Nein, eigentlich nicht, ich habe sie nie getroffen. Oh, mein armes Baby, du brauchst Hilfe. Ich bin nicht wahnsinnig. Ist ja gut, mein Schatz, es ist alles gut. Mama und Tante Rose fuhren mich dann ins Krankenhaus, wo ich eine Therapie bekommen sollte. Callum kam auch mit und saß mit mir im Wartezimmer. Ich kann meinem Gehirn nicht mehr trauen. Ich weiß nicht einmal mehr, was real ist. Habe ich mir dich auch eingebildet, Callum? Nein, hast du nicht. Ich bin real, Dixie. Und ich werde bei jedem Schritt bei dir sein. In diesem Moment kamen Mama und Tante Rose zurück, nachdem sie mit dem Therapeuten gesprochen hatten. Dixie, Schatz, es tut mir so leid, dass ich so lange nicht auf dich und deine Bedürfnisse gehört habe. Ich wusste, dass du dir immer eine Schwester gewünscht hast, aber ich habe dich nie ernst genommen. Das war meine Schuld. Wenn ich für dich da gewesen wäre, dir zugehört hätte und nicht so kontrollierend und distanziert zu dir gewesen wäre, wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber jetzt verspreche ich dir, dass ich immer für dich da sein werde und es dir gut gehen wird. Ich verspreche es dir. Was ist mit Summer? Du brauchst Summer nicht. Du hast uns. Alle von uns. Hey, ich bin Madison und ich wurde in eine wohlhabende Familie geboren. Meine Eltern sind erfolgreiche Unternehmer, die ihrer geliebten Tochter immer alle Wünsche erfüllen. Ein schönes Gesicht, Supermodelfigur, ich habe beides. Aber leider bin ich nicht die Einzige. Ich habe eine Zwillingsschwester, die das Rampenlicht für sich beansprucht, Olivia.
Seit der Grundschule gewann meine Schwester jede Menge Trophäen für ihr Gesangstalent. Alle waren so fasziniert von ihr, dass sie mich völlig zu vergessen schienen. Da half es auch nicht, dass Mama uns immer gleich angezogen hatte. Währenddessen sagte Papa immer: Wow, ich kann meine beiden Prinzessinnen kaum auseinanderhalten. Maddie, wenn deine Schwester mit dem Singen beschäftigt ist, könntest du ihren Platz im Unterricht einnehmen. Ah, das ist überhaupt nicht lustig. Vor allem, weil das irgendwie in Erfüllung ging. Später, mit 14, als ich immer noch versuchte herauszufinden, was die heutigen Hausaufgaben waren, gewann meine Schwester The Voice Kids. In der Schule bekam ich ständig Geschenke und Lob. Aber sobald sie merkten, dass ich nicht Olivia war, ließen sie mich stehen. Hey, es ist ja nicht so, als hätte ich sie absichtlich reingelegt. Glaub mir, ich hatte das alles genauso satt wie alle anderen. Also beschloss ich, etwas zu unternehmen. Tada! Habt ihr mich erkannt? Ich bin immer noch Madison. Die einzigartige Madison mit Pixie-Haar, Smoky Eyes, nudefarbenem Lippenstift und diesem ausgefallenen Outfit. Ich sehe anders aus, oder? Aber... Oh, spielst du etwa Olivia in ihrem neuen Musikvideo nach? Madison, du ruinierst das Image deiner Schwester. Ich versuchte, anders zu sein als sie, aber das konnte nichts daran ändern, dass ich die Zwillingsschwester einer berühmten Sängerin bin. Es gibt so viele Dinge, die ich machen wollte. Aber stell dir vor, wenn ich mich beim Cheerleading-Team oder bei einem Model-Wettbewerb bewerben würde, würden die Leute sagen: Schau dir die tragische Möchtegern-Olivia an. Der Name Olivia wurde allmählich zu etwas, das mich verfolgte. Und jetzt wird sie immer berühmter, während ich in ihrem Schatten stehe. Ich träumte auch davon, Model zu werden und ging zu jedem Vorsprechen, aber bisher hatte ich kein Glück. Ach ja, schauen wir uns mal mein neues Video an. Vielleicht wird YouTube der Startschuss für meinen Aufstieg zum Ruhm. Vergiss nicht, dich gründlich abzuschminken. Und der letzte Schritt ist, abonniere meinen Kanal, um über die neuesten Make-up-Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Es war zwar erst 10 Stunden her, aber schaut euch das an. Über 200.000 Aufrufe und 1.000 Kommentare. Yay, lass uns mal sehen. Wenn du dir das anschaust, nur weil du dachtest, dass das Olivia ist. Wenn du langweilig bist, aber eine berühmte Schwester hast. Olivia, du bist die Beste, bitte antworte auf meinen Kommentar. Was um Himmels Willen ist hier los? Keiner sprach über den Inhalt des Videos, es drehte sich alles um Olivia. Warum konnte ich diesen Namen nicht loswerden? Ich bin Madison! Frustriert klappte ich den Laptop zu, um zu gehen, drehte mich aber um und sah die gemeinen Mädchen um mich herum. Dummkopf, du hättest es Hautpflegetipps von Olivias Schwester nennen sollen. Dann hättest du schon Millionen von Views. Jemand, der so untalentiert ist wie du, sollte einfach im Hintergrund bleiben. Bitte. Halt die Klappe! Wartet nur ab! Eines Tages werdet ihr alle auch meine Fans sein. Endlich, was für ein langer Tag. Aber ist nicht jeder Anfang schwer? Wenn ich aufhöre, ist es genau das, was diese gemeinen Mädchen wollen. Also darf ich jetzt nicht aufgeben. Ich kämpfte gerade damit, meine Kamera einzurichten, als Mom die Tür öffnete und hereinsperrte. Du hast einen YouTube-Kanal gestartet? Deine Schwester kann dir helfen, ihn zu promoten. Aber keine Sorge, jeder erkennt natürlich, dass du Olivias Schwester bist. Du bekommst wahrscheinlich sowieso bald einen goldenen Button. Aber was weißt du schon? Ich brauche ihre Hilfe überhaupt nicht. Und bitte hör auf, mein Zimmer zu betreten, ohne anzuklopfen. Niemand erkennt meine Bemühungen an, nur weil ich wie sie aussehe. Na gut, warte einfach ab. In 2 Monaten bin ich 18 und kann das tun, wovon ich schon immer geträumt habe. Dann ist Schluss mit all den Ungerechtigkeiten, die ich erleiden musste. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Genau hier, genau jetzt werde ich wiedergeboren. Ich bin bereit, mein Leben neu zu beginnen. Sie können ihre Augen öffnen und sich selbst ansehen. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Im Spiegel... Ein schönes Gesicht. Eine Fremde. Nicht wie das von Olivia oder jemandem, den ich kenne. Endlich kann ich mein Leben leben, ohne dass mir meine berühmte Schwester im Weg ist. Ich frage mich, wie meine Eltern auf dieses Gesicht reagieren würden, das ich selbst nicht kenne. Hallo, ich bin zu Hause. Hallo, aber wer bist du? Du bist Madison, nicht wahr? Was ist passiert? Hattest du eine Schönheitsoperation? Eine Schönheitsoperation? Hast du nicht gesagt, du wärst im Urlaub mit deinen Freundinnen? Dein schönes Gesicht, warum hast du... Du meinst Olivias schönes Gesicht. Ich bin es leid, in ihrem Schatten zu leben. Dann rannte ich direkt in mein Zimmer und ließ sie fassungslos zurück. Am nächsten Morgen in der Schule richteten sich die neugierigen Augen der Mädchen auf mich. Und die Jungs, unnötig zu erwähnen. Die Leute schwirrten herum, aber es war weder Olivia noch Madison zu hören. Niemand erkannte mich, jetzt bin ich einzigartig. Hey du Engel, hast du dich verlaufen? Ich zeige dir alles. Seit wann ist dieses gemeine Mädchen so freundlich? Es ist die richtige Entscheidung, dass du hierher ziehst. Unsere Schule ist die beste. Ach, langweilig. Wenn meine Eltern nicht in diese Gegend investiert hätten, wäre ich jetzt nicht an diesem schäbigen Ort.
Dieses dumme Mädchen, das nach Ruhm strebt, kaufte mir meinen Bluff sofort ab. Ihre Augen weiteten sich und sie sah mich an wie ein Hündchen. Dann tat sie alles, worum ich sie bat. Sie kaufte mir Limonaden, trug meine Tasche für mich und wischte sogar meinen Sitz ab. Plötzlich kam Alicia herüber und stupste Sarah an. Wo warst du denn? Ich habe dir gesagt, du sollst meinen Milchkaffee holen. Und wer ist sie? Oh, das ist meine neue beste Freundin. Und du solltest dir deinen Milchkaffee selbst holen, denn ich bin damit beschäftigt, meiner Freundin hier alles zu zeigen. Stimmt's? Alicias stirnrunzelndes Gesicht war ein Bild für die Götter. Was für eine solide Freundschaft diese gemeinen Mädchen haben. Aber der Spaß hatte gerade erst begonnen. Als die Lehrerin einen Zählappell machte, hob ich meine Hand, als Madison Lewis erklang. Die ganze Klasse schnappte nach Luft und die verdutzten Gesichter von Alicia und Sarah waren zum Schreien komisch. Damit hättet ihr nicht gerechnet, was? In der Pause hatte die ganze Schule die Neuigkeit gehört. Ich, Madison, hatte gerade eine Schönheitsoperation. Einige überschütteten mich mit Schmeicheleien, während andere nur die Größe meiner Augen oder meinen Nasenrücken beurteilten. Bla bla bla. Aber niemand verglich mich mehr mit Olivia. Sie vergaßen einfach meine berühmte Zwillingsschwester. Mehr brauchte ich nicht. Madison ist einzigartig. Ouch! Was ist los mit dir? Bist du blind? Du bist in die falsche Richtung gegangen, Madison. Er kam mir so bekannt vor, aber ich wusste immer noch nicht, wie er heißt. Er ist... Ich heiße Dylan. Hast du meinen Namen wirklich schon vergessen? Das stimmt. Mein alter Nachbar Dylan. Seine Familie muss wieder in die Stadt gezogen sein. Aber wie konntest du mich auf Anhieb erkennen? Du siehst ein bisschen anders aus, aber ich erkenne dich trotzdem an deiner Stimme. Vergiss die Vergangenheit. Ich bin die neue Madison, die beste Version von Madison. Dann ließ ich ihn stehen. Jetzt konnte ich endlich tun, was ich wollte, ohne mit Olivia verglichen zu werden. Ich bekam den Titel der Cheerleader-Kapitänin mit Leichtigkeit. Von hier aus konnte ich all die beeindruckten Zuschauer sehen und Sarahs wütenden Blick. Sie war die ehemalige Kapitänin, die von mir entthront worden war. Dann gewann ich auch noch den Schönheitswettbewerb der Schule. Alicias Freund Sid verließ sie sogar, um mit mir zu flirten. Wer ist jetzt die Verliererin, Mädels? Aber ein Idiot wie er interessierte mich natürlich nicht, also wies ich ihn vor allen Leuten unverblümt zurück. Eines Nachmittags, als ich auf dem Heimweg war, sprang Sid aus dem Nichts auf und versperrte mir den Weg. Babe, die Mädels stehen Schlange, um mit mir auszugehen, aber ich habe dich ausgewählt. Sei meine Freundin und du wirst schon sehen. Komm schon, nur ein Abendessen. Lass mich los! Plötzlich stürmte ein großaussehender Typ herein, verscheuchte Sid und bot mir dann an, mich nach Hause zu bringen. Er stellte sich als Isaac vor und es stellte sich heraus, dass wir im selben Chemiekurs waren. Oh Gott, warum hatte ich diesen hübschen Jungen nie bemerkt? Wahrscheinlich hatte mir der Chemieunterricht jedes Mal, wenn ich den Laborraum betrat, das Leben ausgesaugt. Aber das ist schon okay, wir können unsere Chemie jetzt hier wieder aufleben lassen. Nach diesem Tag schrieben wir uns ständig SMS und eine Woche später wurden wir ein Paar. Schnell, ja, aber wenn man es weiß, weiß man es. Isaac kümmerte sich um mich beim Training, wartete stundenlang im Salon und hielt mich sogar über Modetrends auf dem Laufenden. Er ist einfach perfekt. Aber einmal, als wir Hand in Hand durch das Einkaufszentrum liefen, sah ich Dylans kaltes Gesicht. Ich fühlte mich plötzlich unbehaglich und versuchte, seinem Blick auszuweichen. Seltsam. Aber was soll's, Isaac und ich waren sowieso zu sehr damit beschäftigt, unsere nächsten Pläne zu besprechen. Ich veröffentlichte endlich mein zweites Video. Und niemand erwähnte Olivia. Aber Gigi, Bella, Lily Maybach? Jetzt sehen mich die heißen Mädchen als ihresgleichen an? Das ist doch lächerlich. Und es wurde ständig darüber geredet, dass ich wie andere Stars aussah. Vielleicht hat sie deren Fotos mitgebracht und die Chirurgen gebeten, diese nachzuahmen. Aber eine Kopie kann auf keinen Fall mit dem Original mithalten. Aber ist es nicht besser, der eigenen Schwester nachzueifern, als die Nachahmung einer fremden Person zu sein? Sah ich also wirklich wie eine Kopie von jemand anderem aus? Schon wieder? Ich eilte zu Isaac, er war der Einzige, dem ich vertrauen konnte. Nur ein bisschen, Baby. Aber wenn es dir nicht gefällt, gibt's immer einen Weg. Also unterzog ich mich noch vielen weiteren Operationen, um die perfekte, einzigartige Madison zu schaffen. Isaac war immer da, um mich zu ermutigen. Er war derjenige, der mir vorschlug, welchen Teil ich als nächstes korrigieren sollte. Schärfere Kieferpartie, dünnere Nase, vollere Lippen. Er hatte ein Auge dafür, oder? Deine Augen sind noch nicht ganz in Ordnung. Ich bring dich nächste Woche hin. Mehr? Ich weiß, dass Isaac nur das Beste für mich wollte. Aber nachdem ich mein Vermögen in endlose Schönheitsoperationen gesteckt hatte, war ich völlig pleite. Und meine Eltern würden mir auf keinen Fall etwas leihen. Warum nicht Isaac fragen, fragt ihr euch? Das konnte ich nicht tun, ich bin keine Goldgräberin. Der Operationstermin stand an, aber ich hatte immer noch nicht genug Geld zusammen. Was sollte ich tun? Was ist los? Hast du dich mit deinem Typen gestritten? In meiner Verzweiflung sprach ich mein Problem offen aus. Also, könntest du mir aushelfen? Ich werde es dir so schnell wie möglich zurückzahlen.
Ich weiß nicht, warum du glaubst, dass du diese ganzen Operationen brauchst. Wenn Isaac dich wirklich lieben würde, wird er dich auf keinen Fall dazu zwingen, das zu tun. Lass mich ihn zur Vernunft bringen. Dylan schien so wütend zu sein, dass ich versuchte, an seiner Hand zu ziehen, aber ohne Erfolg. Zum Glück hinderte ihn jemand daran. Es war Olivia. Ich wusste nicht, was sie gesagt hatte, aber Dylan beruhigte sich und ging ins Haus. Dann kam Olivia auf mich zu. Du bist schon so hübsch, Madison. Kümmere dich nicht darum, was andere sagen. Ihr kennt mich doch gar nicht. Ich bin lieber unheimlich hässlich, als dass ich hübsch bin, aber genauso aussehe wie jemand anderes. Ich will keine Kopie von irgendjemandem sein. Dann stürmte ich sofort davon. Als ich nach einer unruhigen Nacht aufwachte, griff ich nach meinem Telefon, um Isaac anzurufen. Und sah einen Umschlag mit Geld auf dem Nachttisch. War er von Olivia? Warum hat sie... Egal, keine Zeit zum Nachdenken, sonst komme ich noch zu spät zu meinem Termin. Sieh mal, mein Gesicht war gerade rechtzeitig für meine Abschlussfeier verheilt. Hübsch, oder? Aber ich konnte mich überhaupt nicht freuen. Denn es ist schon über einen Monat her, dass Isaac mich abserviert hatte. Nach der Augenoperation an diesem Tag bestand Isaac darauf, dass ich auch meine Nase operieren lasse. Ich sagte, ich bräuchte mehr Zeit, um mich zu erholen, aber er wurde ärgerlich und ließ mich einfach stehen. Ich freute mich auf die Abschlussfeier, die für alle Pflicht war, damit er mir nicht mehr aus dem Weg gehen konnte. Meine Eltern kamen auch, aber wahrscheinlich wegen Olivia. Und das Rampenlicht gehörte heute eindeutig ihr. Plötzlich konzentrierte sich die Menge um meine Schwester auf etwas anderes. Warte mal, Isaac? Oh mein Gott, neben ihm stand ein Mädchen, das genauso aussah wie ich. Ihr Kleid sah genauso aus wie das, das Isaac mir einmal geschenkt hatte. Ich rannte rüber, um ihn zur Rede zu stellen, aber er stieß mich weg. Wow, wie aufregend. Sowohl das Original als auch das Imitat sind hier. Kannst du sie überhaupt unterscheiden, Isaac? Hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Meine Prinzessin ist die Einzige. Was? Du siehst mir wirklich sehr ähnlich. Wer bist du? Nach unzähligen Operationen war ich also immer noch eine Doppelgängerin? Alles, was ich will, ist einfach ich selbst zu sein, einzigartig zu sein. Warum ist das so schwer? Ich spürte, wie sich mein Körper mit Wut füllte. Ich rannte auf die Toilette, um mich zu beruhigen. Aber es half nicht, denn ich hörte die Wahrheit. Isaac und Naomi trennten sich, als sie mit ihrer Familie ins Ausland zog. Aber jetzt ist sie wohl wieder da. Ja, wie sehr muss er sie lieben, um das alles zu tun? Toll, jetzt verstand ich es. Isaac hatte nur gewollt, dass ich mich einer Schönheitsoperation unterziehe, um wie Naomi auszusehen. Aber sobald seine Ex zurück war, warf er mich weg wie ein kaputtes Spielzeug. Und so versäumten die Klatschmädchen in der Schule bestimmt nicht die Chance, mich zu verspotten. Mädels, hört auf, meine Schwester. Du bist diejenige, die aufhören muss. Weißt du nicht, dass du die Ursache für alles bist? Beruhige dich, Madison. Es ist völlig normal, jemandem ähnlich zu sehen. Für mich und meine Familie warst du immer die einzige Madison. Nein, ich werde niemals als einzigartig angesehen. Dann erzählte ich Dylan alles, was ich in mir aufgestaut hatte. Warum ich unbedingt eine Schönheitsoperation brauchte. Und warum ich so besessen davon war, dass ich meiner Schwester ähnelte. Alle hatten mich immer nur als Olivias Schatten gesehen. Ich wusste nicht, dass du so denkst. Es tut mir leid, Madison. Wir sind so schlechte Eltern. Erschrocken drehte ich mich um und sah alle an. Madison, ich habe nie auf dich herabgesehen. Ich dachte nur, ich könnte meinen guten Ruf nutzen, um es dir leichter zu machen. Wir versuchten immer, das Beste für euch beide zu tun. Wir dachten, dass du diese Veränderung deines Aussehens wolltest, wenn wir nur den schmerzhaften Grund dafür erkannt hätten. Oh, wow. Sie sorgten sich tatsächlich so sehr um mich? Ich weinte noch lauter und rannte direkt in ihre offenen Arme. Vielleicht hatte Dylan recht. Vielleicht bin ich wirklich etwas Besonderes, weil ich so bin, wie ich bin und nicht, weil ich so aussehe. Am nächsten Tag ging ich in die Schule, um meinen Spind auszuräumen. Die Highschool war vorbei. Jetzt konnte ich all die schlechten Erinnerungen abschütteln, die ich hier gesammelt hatte. Lass uns neu anfangen. Oh, endlich habe ich dich gefunden. Naomi, richtig? Es tut mir so leid, ich wollte dich nicht kopieren. Ich wusste ja nicht... Ist schon in Ordnung. Es war nicht deine Schuld. Ich schwöre, ich hatte keine Ahnung, dass Isaac so ein Idiot ist. Ich habe ihn sofort abserviert und ihn online bloßgestellt. Wie kann er nur denken, dass wir Mädchen nur austauschbare Gegenstände sind? Er hatte sogar die Frechheit zu weinen und mich anzuflehen, aber Männer wie er haben es nicht verdient, in unserer Nähe zu sein. Ich dachte, du wärst wütend auf mich. Weshalb? Madison, es tut mir wirklich leid, was du durchmachen musstest. Aber alles hat auch eine gute Seite, meinst du nicht? Was hältst du davon, noch eine Zwillingsschwester zu haben? Mein Traum, ein Star auf dem Laufsteg zu werden, wurde endlich wahr. Aber das Erstaunlichste war, dass ich eine Gefährtin gefunden habe, die dieselbe Leidenschaft hatte wie ich. Niemand anderes als mein neuer, eineiiger Zwilling. Naomi, ich wette, niemand kann uns auseinanderhalten. Miss Madison Lewis, würdest du danach ein Date mit mir haben? Oh, aber ich bin Naomi. Glaub ja nicht, dass du mir etwas vormachen kannst, Madison.
In meinen Augen warst du schon immer anders. Als ich nach einer aufregenden Trainingseinheit gut gelaunt zu Hause ankam, sank meine Laune schlagartig, als ich sah, dass meine hinterhältige Cousine Caitlin mein Tagebuch in der Hand hielt. Oh wow, dein Schwarm ist also Leo, der Kapitän des Schwimmclubs, was? Gib es mir zurück. Ich frage mich, ob es schon die ganze Schule weiß. Keine Sorge, deine treue Cousine wird dir dabei helfen. Danke, vielen Dank. Aber ich werde es selbst machen. Hör auf, deine riesige Nase in meine Angelegenheiten zu stecken. Hey, erstens, deine Nase ist viel größer als meine. Und zweitens, wegen Leo, wie auch immer, er wird bald mir gehören. Auge um Auge, Rache für den Diebstahl meines Freundes. Wie lächerlich und so nicht wahr. Sie sollte sich stattdessen vorwerfen, dass sie einen furchtbaren Männergeschmack hat. Nein, danke, ich wollte auch keinen Spieler wie ihn. Hi, ich bin Megan, die Leiterin des Pfadfinderclubs der Schule. Ich bin freundlich, lustig und gehe gerne auf Abenteuer, genau wie mein Entdeckervater. Deshalb machen mir Mädchen wie Caitlin natürlich keine Angst. Als meine liebe Cousine bei uns einzog, war vom ersten Tag an klar, dass wir uns nie verstehen würden. Ich liebe es, im Garten herumzurennen und mit meinem Vater interessante Überlebenstricks zu lernen. Während Caitlin nicht einmal einen kleinen Schmutzfleck ertragen kann. Oh mein Gott, Milliarden von Keimen greifen mich an! Holt mir Desinfektionsmittel, jetzt! Und es war auch nicht gerade hilfreich, dass Caitlins bescheuerter Freund mich direkt nach der Trennung von ihr um ein Date bat. Obwohl ich eindeutig kein Interesse an ihm hatte, gab sie mir die Schuld. Von da an waren wir offiziell wie Cardi B und Nicki Minaj und die Streiche begannen. Sie malte mir mit Permanentmarker auf mein Gesicht, während ich schlief, klebte mir Kaugummi ins Haar und einmal versuchte sie sogar, meine Augenbrauen zu rasieren. Aber wer bin ich schon, hm? Ich kann sie mit nur einem Spielzug schlagen. Aber jetzt steht mehr auf dem Spiel. Sie hat es auf Leo abgesehen. Also muss ich ihm so schnell wie möglich meine Gefühle gestehen, bevor Caitlin sich einmischt und alles kaputt macht. Die perfekte Gelegenheit wäre der bevorstehende Schulausflug für die besten Schülerinnen und Schüler, an dem Caitlin auf keinen Fall teilnehmen darf und ich hätte jede Menge Chancen, Leo zu beeindrucken. Aber es gibt ein kleines Problem. Es findet an einem Fluss statt. Mein Gott, wenn ich daran denke, mache ich mir schon in die Hose. Ich habe Thalassophobie. Das ist eine starke Angst vor großen Gewässern. Natürlich behalte ich das für mich, denn niemand würde mich als Pfadfinderleiterin ernst nehmen, wenn sie das herausfinden würden. Aber das ist eine einmalige Gelegenheit und ich kann nicht einfach zu Hause herumsitzen, während Caitlin ihre Klauen nach Leo ausstreckt. Also meldete ich mich für die Fahrt an und erstellte einen Masterplan dafür. Babyschritte, ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meldete mich zum Kinderschwimmen in einem Kinderfreibad an. Wie schwer kann das werden? Oh, aber warum zittern meine Beine so? Es ist ja nicht so, als hätte ich mich in eine Qualle verwandelt oder so. Schau, der Pool verwandelt sich in einen furchteinflößenden Ozean, der mich verschlucken will. Hilfe! Plötzlich stieß ein Junge mit seinem Schwimmreifen mit mir zusammen. Ich fiel auf meinen Hintern und mein Bein berührte das Wasser. Etwas packte mich. Es ist das Monster von Loch Ness. Es frisst mich bei lebendigem Leib. In diesem Moment tauchte ein Kind auf und fing an, mich auszulachen. Ist schon gut, Megan. Fröhliche Gedanken. Denk an fröhliche Gedanken. Das ist viel besser. Aber dann spürte ich überall Spritzer. Ich versuchte ihnen auszuweichen, kippte aber schließlich um und fiel ins Wasser. In Panik spritzte ich und schlug um mich. Es war mir egal, dass mich alle komisch ansahen und ich schrie um mein Leben. Plötzlich zogen mich starke Arme aus dem Wasser. Dann trug mich der Typ und drückte mein Gesicht direkt gegen seine Brust. Heiliger Bimbam, das fühlte sich härter an als ein Stein. Bist du in Ordnung? Oh, mein Superman, ich werde deine Lois Lane sein. Git, der Rotz läuft dir über dein Gesicht. Ekelhaft. Mann, das ist so peinlich. Ich zog mich in Lichtgeschwindigkeit an und rannte raus. Warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Hey, vermisst du etwas? Mein Gott, dieser Idiot hat in letzter Minute noch versucht, mich zu blamieren. Der einzige gute Kerl auf dieser Welt ist mein Leo. Als ob das noch nicht genug wäre, um Feierabend zu machen, kam ich nach Hause und sah, wie Caitlin sich einen Gruselfilm über einen riesigen Hai ansah. Was geht? Hast du schon Angst vor mir? Es ist noch nicht zu spät, dich an mein Bein zu klammern und um dein Leben zu betteln. Wer hat denn vor so etwas Angst? Diese blöde Show ist doch nur CGI. Kein Hai in der Welt könnte so groß sein. Und Haie werden als gefährliche, wahllose Killer abgestempelt, die alles fressen, was sie sehen. Aber in Wirklichkeit sind Haie meistens die Opfer. Phew, meine Schauspielerei war doch gar nicht so schlecht, oder?
Endlich wurde die Teilnehmerliste der Exkursion veröffentlicht. Natürlich stand mein Name darauf und auch Leos. Aber Moment, warum steht Caitlin ebenfalls auf der Liste? Sie ist immerzu mit Jungs beschäftigt, anstatt zu lernen, und sie kann sich nicht mal das Einmaleins merken. Worauf wartest du? Kannst du nicht akzeptieren, dass ich auch ein Genie bin? Zu deiner Information, ich bin super schnell in Mathe. Wirklich? Was ist denn 356 plus 445? Ganz einfach 234. Das ist nicht mal nah dran. Aber es war schnell. Wir sind uns auf der Reise. Ich behalte dich im Auge, meine Liebe. Endlich ist der Tag gekommen und unser Reiseleiter ist Mike, der beste Pfadfinder im ganzen Land. Aber Moment mal, warum kommt mir dieser Typ bekannt vor? Oh nein, das ist der Typ, der mich im Schwimmbad gerettet hat. Aus Angst, dass er mich verrät, wusste ich nicht, was ich tun sollte, außer ihm das dümmste Lächeln zu zeigen. Aber zu meiner Überraschung schien er sich überhaupt nicht an mich zu erinnern. Dann bat er mich, die erste Aktivität mit ihm zu demonstrieren, das vertikale Netz klettern. Es ist Zeit für mich zu glänzen. Sieh mich an, Leo. Mensch, der Typ klettert wie ein Affe. Aber erwarte nicht, dass ich eine Niederlage hinnehme. Ich genoss gerade meinen Sieg, als Caitlin auf mich zukam. Jeder weiß, dass Muskelkraft nur ein winziges Gehirn ausgleichen kann. Ja, toller Spruch, Megan. Verbrauch deine ganze Energie auf einmal, nur damit du damit angeben kannst. Sind sie aus dem gleichen Holz geschnitzt? Egal. Leo sieht mich an. Seine Augen sind so verträumt. Das war sogar stärker als 10 Dosen Monsterdrinks. Naturjagd, Affenbrücke, Tarzanseil, all diese Herausforderungen brachten mich nicht ins Schwitzen. Und Leo kam sogar, um mich zu loben. Das ist unglaublich, Megan. Wie schaffst du das nur? Oh, Leo, ich hatte nur einen Apfel zum Frühstück und jetzt habe ich eine Unterzuckerung oder so. Mir ist so schwindelig. Oh mein Gott, meine liebe Cousine sollte wirklich eine Oscar-Nominierung für ihr falsches Verhalten bekommen. Ich schenkte ihr mein süßestes Lächeln und half ihr. Als Leo nicht hinsah, stellte ich ihr ein Bein und sie fiel mit dem Gesicht voran in eine Pfütze. Leo versuchte, den Schmutz aus ihrem Gesicht zu wischen, verwandelte sie aber schließlich in einen Affen. Dann ging Mike vorbei und sagte: Wow, diese Schicht Make-up ist eine große Verbesserung. Seine schnottrige Zunge schien niemanden in Frieden zu lassen. Am Nachmittag nutzte ich meine freie Zeit, um herumzulaufen und sah einen hübschen Vogel. Ich frage mich, was das wohl für ein Vogel war. Das ist ein Rotkappenpieper, der in den Wäldern Mittelamerikas sehr verbreitet ist. Wow, du Schlaumeier. Danke, dass du es mir ungefragt gesagt hast. Diese Vögel haben einen besonderen Tanz, mit dem sie ihre Artgenossen beeindrucken. Weißt du das? Ein Moonwalk, der dem von Michael Jackson Konkurrenz macht. Was? Warum musste ich so sehr lachen? Er mag lustig sein, aber er ist trotzdem ein Idiot. Die letzte Aktivität des Tages bestand darin, mit Steinen Feuer zu machen. Und mein Partner wurde Leo. Danke, Universum. Ich schob mich dicht an ihn heran und bot ihm einen Pfefferminz an. Er nahm es freudig an, aber dann wurde er plötzlich rot und fing an zu würgen. Ich sprang auf und schlug ihm fest auf den Rücken, sodass das Pfefferminz herausflog. Leo nahm sofort meine Hand. Mein Schutzengel, wo warst du denn mein ganzes Leben lang? Wie auch immer, hast du Lust, später mit mir spazieren zu gehen? Ich habe dir etwas zu sagen. Ja, oh, sicher. Wo willst du denn hin? Das Flussufer. Romantisch, oder? Flussufer. Ich werde dort sterben, aber egal. Das ist meine Chance. Wenn ich sterbe, sterbe ich als Leos Freundin. Das ist es wert. Als ich ankam, wartete Leo bereits auf mich. Seine Haut glitzerte im Sonnenlicht. Er war wie mein persönlicher Edward Cullen, aber das machte mich nicht weniger ängstlich. Oh, du bist da. Du siehst blass aus. Bist du krank? Oh, nein, nein. Mir geht's gut. Toll. Lass uns auf das Boot steigen und die Aussicht genießen. Ich schloss meine Augen fest und drückte Leos Hand. Dann sprach Leo weiter, aber ich konnte nichts hören, bis... Megan, ich bewundere dich schon lange. Willst du meine Freundin sein? Ich verwandelte mich in die reifeste Tomate, aber ich schaffte es herauszuplatzen. Das wäre toll. Hab ich dich. Meine Güte, warum ist Caitlin hier? Ich stand immer noch unter Schock, als Leo aus dem Boot sprang und Caitlin ein High Five gab? Dann küssten sie sich. Überraschung! Jetzt weißt du, wie es ist, wenn dir dein Traummann gestohlen wird. Nein, nein, bitte. Ich halte das nicht aus. Das Wasser macht mir Angst. Genieße einfach die Aussicht, Megan. Wo ist denn das wilde Mädchen hin, das ich kenne? Deine Mutter hat mir erzählt, dass du Thalassophobie hast. Aber ich hätte nicht erwartet, dass das wirklich stimmt. Keine Sorge, ich werde das der ganzen Schule erzählen, damit sie kommen und dich retten. Viel Glück, Cousine.
Leo und Caitlin gingen händchenhaltend davon. Ich blieb so ruhig wie möglich in dem schwankenden Boot. Die Welt drehte sich um mich, aber ich konnte nichts tun, außer zu weinen. Die Zeit verging, als ob ein Jahrzehnt vergangen wäre. Dann spürte ich einen Klaps auf meiner Schulter. Mike streckte seine Hand nach mir aus, nahm mich in seine Arme und trug mich auf die nahegelegene Wiese. Aber wie hast du mich gefunden? Ich habe das Video gesehen, das Caitlin gerade gepostet hat und bin sofort zum Flussufer gegangen, um dich zu suchen. Ist das so? Wie peinlich. Er schwieg eine Weile, dann sagte er, du weißt es vielleicht nicht, aber ich hatte früher Höhenangst. Meine Akrophobie ist jetzt besser, aber trotzdem. Auf keinen Fall. Du hast vorhin die Kletterherausforderung gemeistert. Wenn du deine Angst überwinden willst, dann musst du einen Weg finden, dich ihr zu stellen. Sei mutig und lass sie nicht zu einer Schwäche werden, über die andere lachen können. Dann schenkte er mir sein süßestes Lächeln. Und in diesem Moment wirkte er irgendwie anders auf mich. Attraktiver. In dieser Nacht schloss ich mich in meinem Zelt ein, während die anderen sich um das Lagerfeuer versammelten. Ich war noch nicht bereit, jemandem gegenüberzutreten und meine Gedanken waren zu unruhig, um zu schlafen. Am nächsten Morgen fand das Bootsrennen statt. Als ich ankam, waren alle Augen der Richter auf mich gerichtet. Ich war nervös, nahm aber bald meinen Mut zusammen und meldete mich zu Wort. Hallo, Leute, ich bin Megan und ich habe Thalassophobie. Deshalb kann ich diese Herausforderung nicht schaffen. Es ist mir peinlich, nicht wegen der Phobie, sondern weil ich es zulasse, in Angst davor zu leben. Ich liebe es von ganzem Herzen, Pfadfinderleiterin zu sein, also werde ich versuchen, das zu besiegen. Die Angst ist nicht ein Feind, sie ist eine Motivation. Dann ging ich unter Jubel und Klatschen davon. Zurück am Zelt sah ich Mike, der auf mich wartete. So muss es sein. Du bist wirklich mutig und hast die Qualitäten einer echten Abenteurerin. Auch wenn du nicht mitmachst, hast du in meinem Herzen schon den Sonderpreis gewonnen. Nach der Exkursion lief alles glatt, sogar Caitlin hörte auf, mich zu belästigen. Sie war wohl damit beschäftigt, mit ihrer neuen Liebe zu torteln. Bis ich sie eines Tages schluchzend nach Hause kommen sah. Was ist passiert? Dieser Idiot, Leo, hat mich mit drei Frauen gleichzeitig betrogen. Wie bitte? Warum ist mein Leben so miserabel? Ich weiß, ich kann dich nie überlisten oder so mutig und selbstbewusst sein wie du. Aber habe ich nicht wenigstens eine schöne Sache verdient? Ich wusste nicht, dass Caitlin diese selbstironische Seite hat. Plötzlich hatte ich Mitleid mit ihr. Schließlich ist sie meine Cousine. Nicht weinen. Ich werde dir helfen, ihm eine Lektion zu erteilen. Wirklich? Megan, es tut mir leid, dass ich mich durch meine Eifersucht in ein Monster verwandelt habe. Ist alles gut zwischen uns beiden? Am nächsten Tag in der Schule betraten wir den Flur und hörten einen entsetzten Schrei. Es war Leo, dessen Spind voller Kakerlaken war. Er flippte so sehr aus, dass sein Freund ihn auffangen musste, bevor er umkippte. Oh Leo, ich mache mich nur warm. Ich versammelte meine Klassenkameraden und zeigte ihnen das ganz besondere Geschenk, das ich für ihn vorbereitet hatte. Hallo zusammen. Dieses Mal haben wir bei Benenne eine Kakerlake nach deinem Ex einen Gentleman namens Leo Whittemore. Alles Gute zum Valentinstag. Alle brachen in Gelächter aus und Leo wurde tatsächlich ohnmächtig. Und jetzt ist als Leo die Kakerlake bekannt. Eigentlich war das alles Mikes Idee, damit wir uns beide an Leo rächen und für den Tierschutzfonds Cry Me a Cockroach spenden konnten. Und um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, beschloss ich dorthin zurückzugehen, wo ich angefangen hatte. Ich habe erkannt, dass nichts unmöglich ist, wenn du an dich glaubst. Und wenn du den perfekten Begleiter hast, der dir den sanften Schubs gibt, den du brauchst. Augustin und ich hätten dieses falsche Roblox-Plüschschmuggler-Imperium fast zu Fall gebracht, als der Anführer der Bande plötzlich wach wurde und seinen Mitgliedern befahl, uns zu fesseln. Pablo, du verstehst völlig falsch. Wir sind hier, um ein Geschäft abzuschließen. Haltet mich nicht zum Narren, ihr hinterhältigen kleinen Ratten. Denkt ihr, könnt mich fangen? Ich bin unschlagbar. Plötzlich klopfte es an der Tür. Die Pizza ist da. Bitte nehmt eure Bestellung entgegen. Hat einer von euch Idioten eine Pizza bestellt? Tut mir leid, Bus. Das war ich. Ich war am Verhungern. Könnt ihr schnell ein bisschen essen, bevor ich die Schlangen hinrichte? Mach die Tür auf, du Dummkopf. Du, Hände über den Kopf. Pablo versteckte sich hinter der Tür, als diese geöffnet wurde. Und dort stand Jane. Hi, Essenszeit. Dann zog Jane langsam ihren Rock hoch und enthüllte ihren Strumpf. Während die Bande verblüfft war, fesselte Augustin schnell das Bandmitglied, während Jane die Tür gegen Pablo knallte. Und ich? Ich trat dem Typen auf den Fuß, gab ihm einen Ellenbogenstoß ins Gesicht und drückte ihn auf den Boden. Es lebe die Königin Jane. Hallo, mein Name ist Naomi. Ich bin Spezialagentin und das sind meine Kolleginnen, Augustin und Jane.
Mit Augustin als Anführer haben wir drei schon die schwierigsten Fälle geknackt, auch diesen. Augustin ist für mich so ein respektabler, leitender Agent. Während Jane in Wirklichkeit meine nervige Stiefschwester, / Partnerin ist. Du bist dran, Pablos Fallbericht zu schreiben. Schieb ihn nicht auf mich. Warum versuchst du immer, dich vor den Aufgaben zu drücken? So wie mich zu Hause auch immer den ganzen Abwasch machen lässt. Team, wir haben einen neuen Fall. Amy, Einserschülerin, Vertreterin der Lawrence High bei der bevorstehenden Veranstaltung der Vereinten Nationen, wird seit Montag vermisst, mit der dringenden Bitte der Eltern und der Schule, sie sicher zurückzubringen. Verdächtige Nummer 1, Shirley, direkte Konkurrentin um den Titel der Schulvertreterin, ein fieses Mädchen. Ab morgen werden wir Schülerinnen und Schüler der Lawrence High School den Fall untersuchen. Ich kann mich Shirleys Mädchenbande anschließen. Nichts hilft besser, als sich unter die Klatschmädchen zu mischen. Okay. Aber wir haben auch Diane, Amys Stiefschwester, die still und schüchtern ist. Die Eltern flippen aus und verlangen, dass auch sie rund um die Uhr bewacht wird. Jane, was hältst du davon? Ich kann mich Diane annähern und ein Auge auf sie werfen. Gut, denk daran, Team. Handelt unter keinen Umständen allein. Lawrence High, ich komme. Am ersten Schultag schritt ich mit meiner hervorragenden Verkleidung selbstbewusst zum Klassenzimmer. Meine Verkleidung als böses Mädchen zog schnell die Aufmerksamkeit aller auf sich, auch jene dieses Typs. Hey Süße, ich zeig dir alles. Und du kannst mir den Weg zu deinem Herzen zeigen. Marco, die Sportskanone der Lawrence High, hat eine lange Liste von Ex-Freundinnen. In der Zwischenzeit erobert Augustin auch einen großen Teil der Herzen der Mädchen, darunter auch das von Shirley, meinem Ziel. Also ging ich absichtlich an ihr vorbei und präsentierte meine 200.000 Dollar Hermes-Tasche. Und... Hey du! Ja. Schluck den Köder, ihr Fischlein. Du hast einen guten Modestil. Willst du zu unserer Gruppe gehören? Klar, ich bin Naomi. Genau in diesem Moment kam Jane vorbei, natürlich in der schüchternen, streberhaften Mädchenverkleidung. Warte mal, Grünschnabel. Hast du dir das Kleid deiner Oma für die Schule geliehen? Stimmt's, Naomi? Ich glaube, das tut mir auch in den Augen weh. Wer in Gottes Namen trägt im Jahr 2023 noch Pastellrosa? Shirley und ihr Gefolge gackerten, während Jane mir einen feindseligen Blick zuwarf und davonstürmte. Oh bitte, sie hätte es nicht so persönlich nehmen müssen. Sie sollte sich stattdessen bei mir bedanken, denn jetzt kann sie natürlich auch mit Diane befreundet sein. Seitdem hänge ich mit Shirley und den Mädels ab. Sie lieben es zu tratschen, was eigentlich sinnlos ist, bis das Thema Amy aufkam. Habt ihr Amy in letzter Zeit irgendwo gesehen? Amy? Wer soll das sein? Amy Hayward! Diejenige, die gegen dich um das Amt der Schulsprecherin antritt. Oh, dieser blöde Wettbewerb. Er ist mir eigentlich völlig egal. Gott sei Dank. Ich habe eigentlich nur mitgemacht, weil mein Vater darauf bestanden hat. Shirley kannte Amy gar nicht und wollte auch nicht gegen sie antreten? Ich habe bemerkt, dass sie manchmal ungestüm ist, aber eigentlich ziemlich geradlinig. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie nicht die Täterin ist. Also brachte ich meine Bedenken zu dem Fall bei unserem nächsten Treffen vor. Ich bin mir sicher, dass Shirley sauber ist. Was? Bevor du was sagst, denk nach. Sie ist Hauptverdächtige. Diane hat mir erzählt, dass sie es immer auf andere Schüler abgesehen hat. Ja, aber das heißt nicht, dass sie böse Absichten gegenüber Amy hat. Du musst aufhören, Leute zu schnell zu verurteilen. Wie bitte? Wie wäre es, wenn du aufhörst, dich auf die Seite der Teufel zu schlagen? Oder fällt es dir schwer, weil du auch einer bist? Genug. Lass uns deine Vermutungen erst einmal auf Eis legen. Wir brauchen mehr Anhaltspunkte, bevor wir handeln. Verdammt, wenn ich doch nur ein paar handfeste Beweise hätte. Jane behinderte die Ermittlungen immer nur. Also ging ich am nächsten Tag selbst zu Diane, um ihr noch mehr Fragen über Amy zu stellen. Aber Marco hielt mich auf. Mit einem Strauß Rosen. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Zucker ist süß und du bist es auch. Sei meine Freundin, okay? Ich war noch dabei, das zu verarbeiten, als Augustin aus der Ferne kam und direkt in die Rosen hineinfuhr. Ups, sorry, ich hatte meine Sonnenbrille auf. Marco sah aus wie ein ausbrechender Vulkan, während Shirley einen markerschütternden Schrei von sich gab. Oh, dieser Körper und diese Anmut. Oh, großer Herr, bitte verschone mich. Beim eigenständigen Lesen kamen Marco und seine Armee auf Augustin zumarschiert, um einen Kampf zu beginnen. Aber Augustin ignorierte Marco völlig, was ihn noch wütender machte. Hey du, dreh deinen Kokosnusskopf um und trau dich mir gegenüberzutreten. Augustin stand ruhig auf, gab mir sein Buch zurück, als ob Marco unsichtbar wäre, und kam zu mir, um mich zu fragen, ob ich mit ihm zu Mittag essen möchte. Er zerrte mich daraus und ließ Marco zurück, der wie ein verrücktes Schwein grunzte. Es fühlt sich gut an, das Schülerleben zu leben und die Jungs hinter dir herlaufen zu lassen. Halte dich von diesen Teenagern fern, ja? Ich wüsste nicht, warum. Lass deine Identität nicht preisgeben.
Keine Sorge. Und Marco ist so ein Kind, nicht mein Typ. Übrigens, willst du auch ein bisschen Verliebtheit erleben? Ich glaube, Shirley hat ein Auge auf dich geworfen. Der Ausdruck in seinem Gesicht ist unglaublich. Wer hätte gedacht, dass dieser charismatische Agent tatsächlich allergisch auf Mädchen reagiert? Während des Sportunterrichts sah ich, wie Shirley absichtlich stolperte und in Augustins Richtung stolperte, aber stattdessen auf dem Boden landete. Augustin rannte dann zu mir, um Hilfe zu holen, doch Marco hielt ihn auf halbem Weg auf. Immer noch voller Groll auf Augustin kündigte Marco einen Völkerballkrieg an. Oh Mann, er wusste nicht, worauf er sich eingelassen hatte. Augustin ist unser Top-Agent. Er wich jeder einzelnen Kugel aus, die auf ihn abgefeuert wurde, ganz zu schweigen von diesen einfachen roten Bällen. Im Gegenzug verpasste Augustin Marco den Schlag seines Lebens, der ihn zu Boden schickte. Zu seinem Glück war Diane in der Nähe und half ihm auf. Trotzdem grinste Marco breit, als er mich entdeckte und kam auf mich zu, um mir einen Zettel zu überreichen. Gehst du mit mir aus? Was für ein Verlierer. Er muss plötzlich Interesse an dir haben, Naomi. Es gab Gerüchte, dass er mit Amy ausgehen wollte, aber dann ist sie verschwunden. Wahrscheinlich konnte das arme Mädchen nicht mit ihm mithalten. Marco hat sich mit Amy getroffen, bevor sie verschwunden ist? Oh, jetzt ist er unser Hauptverdächtiger, nicht Shirley. Ich informierte Augustin fleißig über Marco. Ich habe das Gefühl, Marco weiß etwas über den Fall, das uns zu Amy führen könnte. Ich habe mir überlegt, dass ich so tun könnte, als würde ich ein Date mit ihm haben. Das ist zu gefährlich. Was ist, wenn er hinter allem steckt? Du könntest in Schwierigkeiten geraten, Naomi. Keine Sorge, er scheint wirklich auf mich zu stehen. Er hat Amy um ein Date gebeten und sie ist seitdem verschwunden. Wer weiß, was mit dir passieren könnte. Aber jetzt haben wir nur diese Spur. Shirley ist bereits von der Bildfläche verschwunden. Und ich weiß, wie ich mich schützen kann, wenn etwas passiert. Bitte. Und ja, es ist an der Zeit, dass ich diesen Fall abschließe. Während des Dates war Marco so fürsorglich, aber ich wollte unbedingt wissen, was mit Amy an diesem Tag passiert war. Ich habe gehört, dass du und Amy früher was miteinander hattet. Nein, wir waren nie zusammen. Wie kannst du nur so perfekt sein? Bist du ein Engel? Ich habe etwas anderes gehört. Es gab Gerüchte, dass du sogar mit ihr ausgegangen bist. Konzentrieren wir uns doch einfach auf uns, okay? Aber ich will auch mehr über dich wissen. Gut, gut. Wenn du es so sehr wissen willst. Ich habe sie um ein Date gebeten, aber ich habe sie an dem Tag nicht gesehen. Stattdessen tauchte ihre Schwester auf und sagte etwas davon, dass Amy für eine Weile nicht da sein würde. Ich dachte, sie wollten sich mit mir anlegen, also bin ich einfach gegangen. Diane wusste, dass Amy verschwinden würde, noch bevor sie verschwand? Hatte Diane etwas damit zu tun? Vielleicht war sie der entscheidende Hinweis, den wir von Anfang an übersehen hatten. Ich kam ins Büro und sah Augustin herumzappeln. Geht's dir gut? Hat Marco dir etwas angetan? Mir geht's gut. Ich habe die tollsten Neuigkeiten. Dann erzählte ich Augustin und Jane alles und äußerte gegenüber Diane meine Zweifel. Warum Diane? Sie ist doch nur ein verletzliches Opfer, auf dem ständig herumgehakt wird. Und weißt du von wem? Shirley. Sie mag verletzlich erscheinen, aber wer weiß, was in ihr vorgeht. Weißt du noch, wie sie Marco damals geholfen hat? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, war sie so besorgt um ihn. Sie mag Marco offensichtlich. Es ist möglich, dass sie eifersüchtig auf ihre Schwester ist. Ach, hör auf. Nicht jeder ist so ein Wackelpudding wie du. Was? Team, das führt zu nichts. Einigen wir uns erst einmal darauf, dass Diane in der Nähe bleibt. Nochmal, keiner darf alleine handeln. Ein Wackelpudding? Sieh einfach zu, wie ich den Fall löse, bevor du's tust, Jane. Am nächsten Morgen sah ich Diane, wie sie Marco heimlich beim Basketballspielen zusah. Ich schwöre bei Gott, dass Diane definitiv in ihn verknallt und in das Verschwinden ihrer Schwester verwickelt ist. Aber Augustin würde mich nichts unternehmen lassen, also blieb mir nur eine Möglichkeit, nämlich Dianes Aktivitäten im Auge zu behalten. Tatsächlich verhielt sie sich in letzter Zeit sehr seltsam. Sie wurde regelmäßig angerufen und verließ den Unterricht, um dann mit einem besorgten Gesicht zurückzukehren. Ich beschloss, sie an diesem Nachmittag zu beschatten. Sie sah sehr verdächtig aus und drehte sich ständig um zu sehen, ob ihr jemand folgte. Sie hat definitiv etwas zu verbergen. Wir gingen eine ganze Weile vorbei an einem großen Gebiet mit verlassenen Feldern, bis sie vor einem schäbigen Haus anhielt. Das ist eindeutig kein Gebäude zum Wohnen. Der ganze Ort sah so heruntergekommen aus und es gab sogar überall Fallen. Gott sei Dank hatte ich auf der Akademie gelernt, diese tödlichen Fallen zu erkennen. Plötzlich sah ich einen blinkenden Schatten, der quer durch den Raum sprintete. Ich folgte ihm schnell und sah eine Tür, die in den dunklen Keller führte. Diane oder wer auch immer sich hier aufhielt, wird es nicht leicht haben, damit klarzukommen. Oh nein, das ist eine Falle. Wenn du es wagst, dich auch nur einen Zentimeter zu bewegen, bist du erledigt. Und jetzt sag mir, wer bist du? Bist du von dieser Dixie-Mafia und willst dich an mir rächen? Mafia? Nein, nein, sie verstehen das falsch. Ich bin gekommen, um die Stromversorgung für dieses Gebäude zu überprüfen. Bitte beruhigen Sie sich.
Sie lügt schon wieder, Mr. Gordon. Ich wusste, dass sie nichts Gutes im Schilde führt. Sprich jetzt, wenn du gesund bleiben willst. Oh nein, nein, nein. Ich hätte auf Augustin hören und mich nicht vom Adrenalin beeinflussen lassen sollen. Ist das das Ende meiner Mission? Das Ende meines Lebens? Plötzlich gab es einen lauten Knall. FBI, wagen Sie es nicht, sie anzufassen. Es ist Augustin. FBI, was? Was ist hier los? Bist du nicht von der Gang? Jane war auch für mich da und nahm schnell die Bombenfernbedienung und schaltete sie aus. Eine falsche Bombe? Im Ernst? Ich konnte mich schnell aus der Falle befreien. Spezialagentin Naomi Cooper, wo versteckst du Amy? Nein, nein, du hast es ganz falsch verstanden. Mr. Gordon ist der biologische Vater von Amy. Wie kann er ihr etwas antun? Ich sah Augustin und Jane an, die genauso schockiert waren wie ich. Mr. Gordon hat früher für die Gang gearbeitet, aber er hat sein Leben geändert. Deshalb dachte er, ihr wärt die alte Gang, die sich an ihm rächen wollte. Vor nicht allzu langer Zeit erkrankte er so schwer, dass er eine Nierentransplantation brauchte. Und Amy ist die einzige Verwandte, die er noch hat. Du willst mir sagen, dass Amy zugestimmt hat, ihm eine Niere zu spenden? Warum bist du dann hier im Dunkeln? Warum versteckst du dich? Weil Amys Mutter mich hasste und ihr verbot, mich zu sehen, geschweige denn, mir eine ganze Niere zu spenden. Aber Amy ist meine Tochter, mit einem goldenen Herzen. Obwohl ich es nicht wollte, hat sie darauf bestanden, mir ihre Niere zu geben, damit ich weiterleben kann. Wenn Mama davon wüsste, sie hätte niemals zugestimmt. Deswegen musste Amy verschwinden, um die Transplantationsoperation für Mr. Gordon durchführen zu lassen. Wo ist sie jetzt? Sie ruht sich in diesem Zimmer aus. Keine Sorge, Mr. Gordon hat sich gut um sie gekümmert. In der Zwischenzeit habe ich geholfen, ihnen Essen und andere Dinge zu bringen. Ich trat schnell die Tür auf und sah Amy auf dem Bett liegen. Was ist das für eine Aufregung, Diane? Hast du Papa ein paar Kürbisse gebracht? Augustin, Jane und ich haben es nun durchschaut. Wir haben uns die ganze Zeit über geirrt. Am nächsten Tag suchten wir Amys Mutter auf und unterhielten uns mit ihr. Sie war zunächst schockiert, aber nachdem sie alles erfahren hatte, erkannte sie, wie falsch es war, Vater und Tochter zu entzweien. Sie war so gerührt von dem großen Herzen ihrer Tochter, dass sie zustimmte, Amy von nun an Mr. Gordon besuchen zu lassen. Wenn ich mir die Schwestern ansehe, muss ich an meine eigenen Schwestern denken. Es tut mir leid. Wir umarmten uns fest. Schließlich sind wir auch Schwestern. Nun, der Fall ist abgeschlossen. Lass uns ein bisschen feiern gehen, ja? Ich habe jetzt eigentlich ein Date. Warum nimmst du nicht Naomi mit? Dann ließ sie uns einfach stehen. Frechheit, Jane. Ich bin so erleichtert, dass es dir gut geht, Naomi, denn wenn dir etwas zustößt... Ja, Augustin? Wenn etwas passiert, würde ich für dich sterben. Aha, ein Schneesturm ist im Anmarsch. Perfekt für ein Rennen. Los geht's, meine treuen Soldaten. Sieht nach einem großen Sturm aus, Leute. Sollen wir nach Hause gehen? Habt ihr schon Angst? Feiglinge! Ich bin im Schnee geboren und aufgewachsen. Das ist doch gar nichts. Dann gab ich Bam und Holly ein Zeichen, schneller zu fahren. Aber stattdessen blieben sie stehen und bellten ununterbrochen. Bewegt sich der Schneehaufen? Ich rannte schnell hin, um nachzusehen. Oh mein Gott! Es ist ein Junge, nein, ein Engel mit blondem Haar. Mein Herz raste. Ist das Liebe auf den ersten Blick? Hilf mir. Egal wie sehr Alden und Ira dagegen waren, ich bestand darauf, den Jungen zu mir nach Hause zu bringen. Ich musste mich selbst um ihn kümmern. Oh, es sieht aus, als wäre er aufgewacht. Geht es dir gut? Wo bin ich? Du bist in meinem Haus. Ich bin übrigens Brenner. Ich habe... Oh Gott. Was ist los? Habe ich etwas im Gesicht? Nein. Es ist nur, dass du zu schön bist, wie ein echtes Schneewittchen. Dann sagte er, sein Name sei Beavis. Er kam hierher, um zu reisen, aber leider wurde er von dem Schneesturm überrascht. Ja, es wird in den nächsten Tagen stark schneien, also solltest du hierbleiben, bis du dich erholt hast. Nach ein paar Tagen ging es Beavis besser, also führte ich ihn herum, mit dem Schlitten. Obwohl Bam und Holly praktisch nur spazieren gingen, flippte Beavis immer noch so sehr aus, dass er sich an mich kuschelte. Halt dich gut fest, ich werde schneller. Wir fuhren einen Hügel hinauf, dann durch einen Kiefernwald und gelangten schließlich, tada, an wahrscheinlich den größten zugefrorenen See, den er je gesehen hatte. Ich zeigte Beavis, wie man ein Loch ins Eis bohrt und dann warf er aufgeregt die Angelschnur aus. In den folgenden Tagen nahm ich ihn immer wieder mit auf Besichtigungstouren und wir waren praktisch unzertrennlich. Wir sahen Eisbären, fuhren mit dem Kajak zwischen den Eisbergen hindurch. Ich brachte ihm bei, wie man sofortigen Schnee macht, indem man kochendes Wasser in die kalte Luft sprüht. Und wir beobachteten sogar gemeinsam die spektakulären Polarlichter. Wow, ich habe noch nie so eine schöne Landschaft gesehen. Ja, und ich habe noch nie so ein schönes Gesicht gesehen. Und so verbrachte Beavis einen Tag nach dem anderen mit mir hier in der Arktis. Es machte so viel Spaß, aber aus irgendeinem Grund wollten meine Freunde Alden und Ira nichts davon wissen.
Sie schienen einen Groll gegen ihn zu hegen oder so. Einmal, als ich die Vorräte im Wurzelkeller ordnete, hörte ich Beavis ohrenbetäubenden Schrei. Ich schaute schnell nach und sah, wie ein weißer Fuchs herausflitzte, gefolgt von Gekicher vor dem Fenster. Du bist so ein Angsthase, Großstadtjunge. Es ist nur ein besonders großes Kätzchen. Dann brachen Alden und Ira in Gelächter aus. Oh, können die beiden nicht mal ein bisschen Gastfreundschaft zeigen? Zum Abendessen kochte ich ihm mein Lieblingsgericht, um mich bei Beavis für meine unanständigen Freunde zu entschuldigen. Er fand das total cool und erzählte mir sogar Geschichten über seine Freunde zu Hause und über ihr Leben in Florida. Wow, das klingt so magisch. Ich wünschte, ich könnte auch am Strand liegen und die Sonne genießen, während ich mein Kokosnussgetränk trinke. Ich schlief ein und träumte von dem schönen Stadtleben. Plötzlich klopfte es an meiner Schlafzimmertür und ich wurde wach. Ich stolperte zur Tür und sah Beavis. Hey Brenner, könntest du mich auf die Toilette bringen? Draußen ist es zu dunkel und der Fuchs könnte zurückkommen. Wie niedlich, er ist wirklich gut darin, sich Ausreden einfallen zu lassen, um bei mir zu sein. Während ich auf Beavis wartete, plante ich, was wir morgen machen würden. Als er vom Plumpsklo zurückkam, konnte ich meine Aufregung nicht zügeln und sagte es ihm gleich. Hey, mir geht schon viel besser. Vielleicht ist es Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Ha, warum so plötzlich? Es tut mir leid, aber ich kann das wirklich nicht mehr ertragen. Nein, wie konnte meine erste Liebe so schnell enden? Sie hat noch nicht einmal angefangen. Brenner, es ist so schwer für mich hier zu leben. Ich will nicht jedes Mal Eis kochen, wenn ich eine Tasse Wasser brauche oder draußen in der Eiskälte auf die Toilette gehen. Und wie anstrengend ist es, dass wir nur auf Schlitten herumfahren können. Aber selbst wenn wir ein Auto hätten, könnten wir an diesem düsteren Ort buchstäblich nirgendwo hinfahren. Aber trotzdem habe ich das alles die ganze Zeit über ertragen, weil ich dich nicht verlassen kann. Ich glaube, ich bin in dich verliebt. Beavis, ich... Wie wäre es, wenn du mit mir in die Stadt gehst, damit wir zusammenbleiben können? Oje, es stellte sich heraus, dass wir beide Gefühle füreinander haben, aber deshalb musste er im Stillen leiden. So ein süßer Kerl, und es stimmt, er war nicht für dieses raue Klima gemacht, er gehörte nicht hierher. Am nächsten Morgen erzählte ich Alden und Ira, dass ich ein paar Tage in Miami verbringen wollte. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Dieses Weichei hat dich wohl überredet, das zu tun. Glaube nicht an diese süßen Worte. Ich versuchte mein Bestes, um zu erklären, wie nett und höflich Beavis war, aber sie wollten nicht auf mich hören. Mädchen hat dich ganz schön geblendet. Du kennst ihn erst seit ein paar Tagen, nicht genug, um zu wissen, was für ein Mensch er ist. Kann ich glauben, dass du nur eines dieser oberflächlichen Mädchen bist? Wen nennst du oberflächlich? Ja genau, ich war geblendet, geblendet von seiner Freundlichkeit. Dann stürmte ich davon und ließ Alden und Ira zurück. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Ja richtig, Sorgen oder bist du einfach nur eifersüchtig auf mich? Ich kam nach Hause und sah einen zitternden Beavis. Er konnte dieses eisige Wetter nicht mehr ertragen und ich konnte es auch nicht ertragen, ihn so zu sehen. Also sagte ich Beavis, dass ich mit ihm gehen würde. Sieh nur, wie glücklich Beavis war und auch ich freute mich darauf, seine Heimatstadt zu besuchen. Das wird ein Spaß. Es dauerte nur weniger als 2 Tage, bis wir alles geregelt, die Tickets gekauft und Ira gebeten hatten, auf Bam und Holly aufzupassen. Und schon konnte es losgehen. Nach einem langen Flug sind wir endlich da. In meinen Augen sieht es aus wie eine völlig andere Welt. Menschenmassen drängelten sich links und rechts. Plötzlich entdeckte ich etwas. Oh, das sieht genau wie meine Holly aus. Was für ein verwöhnter Husky. In diesem Alter waren meine beiden Kumpels schon die besten Schlittenhunde in der Gegend. Upsi, die Stadtbewohner scheinen nicht sehr freundlich zu sein, oder? Was sonst noch? Warum geht es so schnell und ununterbrochen weiter? Während ich noch zögerte, einen Schritt zu machen, beförderte mich Beavis plötzlich in die Luft. Keine Sorge, ich habe dich. Oh Mann, er ist so süß. Beavis verwandelte mich dann in ein Stadtmädchen. Er nahm mich mit zum Shoppen und färbte mir dann die Haare. Ich mochte mein schwarzes, seidiges Haar sehr, aber Beavis meinte, dass es mir so besser steht. Das auch, Babygirl. Das ist ein Tattoo-Studio, nicht wahr? Als Beavis meine Verwirrung sah, erklärte er mir, dass sich Paare hier normalerweise zu wichtigen Anlässen tätowieren lassen und... Heute ist der erste Tag, an dem du in meine Welt kommst, also möchte ich ihnen mein Herz einprägen. Beavis und ich ließen uns also das gleiche Tattoo stechen, das er ausgesucht hatte. Eine seltsam aussehende rote Form hinter den Ohren. Es sah zwar nicht schön aus, aber es war einzigartig genug, um nur für uns beide etwas Besonderes zu sein. Als wir mit dem Einkaufen fertig waren, fuhren wir zu einer luxuriösen Villa. Oje, bringt er mich zu seinen Eltern? Ich war so nervös und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte, als Beavis mich tröstete. Sie sind nett, mach dir keine Sorgen. Tu einfach, was sie dir sagen. In diesem Moment öffnete sich die Eingangstür. Alle drehten sich um und sahen uns voller Aufregung an. Das muss das erste Mal sein, dass Beavis seine Freundin mit nach Hause nimmt. Hallo, hallo alle. Ich... Plötzlich kam ein Mann direkt auf mich zu und hob mein Kinn an. Sehr ähnlich, aber... Aber dies, aber das. Sieh dir nur ihr Mutter mal an, das ist Demi. Gott sei Dank, unsere geliebte Tochter ist zurück.
Ich war noch dabei, alles zu verarbeiten, als alle auf mich zustürmten und mich mit Fragen bombardierten. Ich wandte mich hilfesuchend an Beavis, aber wo ist er? Was ist hier los? Ich versuchte zu erklären, dass ich Brenna bin, geboren in der verschneiten Arktis. Dass meine Eltern verstorben sind und dass ich zum ersten Mal meine Heimatstadt verlasse, aber vergeblich. Meine liebe Tochter, Beavis hat uns alles erzählt. Du bist im Wald gestürzt, also hast du einen vorübergehenden Gedächtnisverlust. Ruh dich jetzt erstmal aus, okay? Oh, wo ist denn Beavis? Ich muss ihn etwas fragen. Keine Sorge, dein Retter wird gut belohnt werden. Du wirst ihn morgen sehen. Das ging alles so schnell, ich bin total verloren. Aber das Beste, was ich jetzt tun kann, ist bis morgen zu warten. Ich bin sicher, dass Beavis alles aufklären wird. Als ich Beavis erblickte, lud ich sofort alles bei ihm ab. Psst, jetzt hör mir doch erstmal zu. Es stellte sich heraus, dass Beavis hier für die Familie Edgleys arbeitete. Er hatte ihre Tochter Demi auf einen Ausflug in die Berge begleitet, aber sie war weggelaufen. Mrs. Edgley war darüber sehr wütend und benutzte seine kranke Mutter, um ihn zu erpressen, Demi zu finden. Deshalb hatte er es riskiert, in den Schneesturm hinauszufahren, wo wir uns kennengelernt haben. Aber warum ich? Ich habe nichts mit Demi zu tun. Du und Demi seht doch aus wie Zwillinge. Als ich dich sah, konnte ich meinen Augen auch nicht trauen. Ich hab's getan, weil ich mir Sorgen um meine Mutter gemacht habe. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen und uns helfen, bitte. Ich werde Demi bald finden. Du hast mich also nur benutzt? Nein, ich bin wirklich in dich verliebt, Brenna. Ich wollte nicht von dir getrennt sein und du verdienst ein viel besseres Leben hier, mit mir. Aber... Warte nur, bis ich Demi gefunden habe. Dann werden wir weglaufen und glücklich zusammenleben. Armer Beavis, er hatte wirklich das größte Pech. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich wohl dasselbe tun. Also lebte ich widerwillig als Demi. Zum Glück dachten ihre Eltern, ich hätte mein Gedächtnis verloren, was es nicht allzu schwer machte, sie zu sein. Eines Tages erhielt ich eine SMS von Alden. Plötzlich erinnerte ich mich daran, dass ich fast einen Monat lang von zu Hause weg gewesen war. Ich frage mich, ob Bam und Holly mich vermissen. Zu sagen, dass ich kein bisschen Heimweh hatte, wäre eine Lüge, aber ich wollte auf keinen Fall mit Alden sprechen. Also rief ich Ira an, um mich zu informieren und sie um Hilfe bei der Suche nach Demi zu bitten. Es waren schon ein paar Tage vergangen, aber weder Ira noch Beavis hatten etwas von Demi gehört. Ich fühlte mich zu unruhig und machte einen Spaziergang im Garten. Warte, was ist das für ein Geräusch? Alden? Siehst du, worauf du dich eingelassen hast, Idiot? Ich hab's dir gesagt. Ich hab ihn durchschaut. Warum bist du hier und wovon redest du? Ira hat es mir schon erzählt. Beavis sieht dich offensichtlich nur als Ersatz für jemand anderen. Er liebt dich nicht. Lass uns nach Hause gehen. Nein, lass mich gehen! Hör auf, mein Mädchen zu belästigen. Lass mich bitte in Ruhe. Du machst alles nur noch schlimmer. Dieser Ort hat alles und ist viel besser als ein Höllenloch mitten im Nirgendwo. Leb dort so viel du willst, aber zieh mich nicht mit dir runter. Alden ließ meine Hand sofort los. Er sagte kein weiteres Wort, sondern warf mir einen enttäuschten Blick zu. War das zu viel? Er ist doch derjenige, der seine Nase in die Angelegenheiten anderer steckt. Wer ist er, dass er mich kontrollieren kann? Nach diesem Tag sah ich ihn immer noch manchmal in der Villa herumschleichen. Wie nervig! Wer da bei klarem Verstand ist, würde bei dieser sengenden Hitze draußen sein. Heute nahm ich Mom, ich meine Mrs. Edgley, plötzlich mit zum Einkaufen. Ich schätze, so eine Familie zu haben ist gar nicht so schlecht, oder? Sie sagte, dass ich heute Abend an einer wichtigen Dinnerparty teilnehme. Also musste ich dieses enge Kleid anziehen und dazu ein paar mörderische Absätze. Sie sahen ziemlich gut aus, aber ich konnte kaum atmen. Wie kann man das nur machen? Das ist buchstäblich schwieriger, als auf dünnem Eis zu laufen. Aha, oh, das war knapp. Danke, Sir, ich... Pass auf, ich kann dich nicht immer beschützen. Alden, warum ist er immer noch so nett zu mir? Ich wollte etwas zu ihm sagen, aber meine Mutter gab mir schon von Weitem ein Zeichen, mich zu beeilen. Ich eilte zum Auto und ließ ihn dort zurück. Dank Mams Vorbereitung starrten mich die Jungs dort ohne mit der Wimper zu zucken an, besonders dieser besondere Gast. Mom hatte mir gesagt, dass ich lächeln und freundlich zu Otis sein sollte. Aber wie sollte ich das tun, wenn er ständig diese langweiligen Geschichten erzählte? Meine Augen wanderten umher und suchten nach Beavis und einer Ausrede, um zu gehen. Was suchst du denn, Süße? Die wichtigste Person steht doch direkt vor dir. Oh, ich stieß ihn weg und rannte davon. Ah, da ist Beavis. Wir sollten von diesem langweiligen Ort verschwinden. Oh, Mrs. Edgley ist auch hier? Was? Das war's? Ich habe es riskiert, mich in Gefahr zu begeben, nur um sie zu finden und sie zu dir zurückzubringen. Halt mich nicht für dumm. Ich bin zwar nur ihre Stiefmutter, aber ich kann sehen, dass das Mädchen nicht Demi ist. Ich habe euch zwei nur freigelassen, weil sie ihr sehr ähnlich sah. Du bist nicht in der Position, etwas zu verlangen. Aber hat sie nicht auch Otis in sich verliebt gemacht? Ist das nicht sowieso alles, was dich interessiert? Also gib mir mein Geld. Ich musste mir den Kopf zerbrechen, um das Mädchen zu überreden, hierher zu kommen. Das heißt, eine kränkliche Mutter gibt es auch nicht, oder? Ach Süße, das hast du doch alles schon gehört. Was ist, wenn das wahr ist? Du bekommst keinen Cent. Ich werde deinen Plan auffliegen lassen.
Wohin gehst du, mein Schatz? Es ist Schlafenszeit. Mein Handy wurde konfisziert und ich war 3 Tage lang in diesem Raum eingesperrt. Sie wollten, dass ich nachgebe und mich mit Otis treffe, aber auf keinen Fall. Ich versuchte auf jede erdenkliche Weise zu fliehen, aber ich wurde immer wieder erwischt. Eines Morgens wurde ich von Hundegebell geweckt. Genervt ging ich auf den Balkon, um nachzusehen und sah Alden und Bam. Alden gab mir ein Zeichen, ruhig zu bleiben und ließ ein Papierflugzeug zu mir fliegen, um dann schnell zu verschwinden. Mal sehen. Also gut, wenn es das ist, was er will, lass uns die Sache hier ein für alle Mal beenden. Ich willigte ein, mit Otis auszugehen, wie es die Ashleys verlangten. Ich suchte mir sogar mit Begeisterung mein eigenes Outfit aus, schminkte mich und verpasste mir eine hübsche Frisur. Mr. und Mrs. Ashley waren darüber sehr erfreut. Sie konnten ihre Aufregung nicht verbergen und standen sogar am Tor, um Otis zu begrüßen, als er mich abholte. Als sein Superauto ankam, war Otis, der adrette Kerl, gerade ausgestiegen, als Alden Bam signalisierte, auf ihn zuzustürmen und ihn zu verscheuchen. Währenddessen schrien die Ashleys nach dem Sicherheitsdienst. Ich wollte inmitten des Chaos abhauen, aber... Wag es nicht, wegzulaufen. Holly sprang aus dem Nichts und zwang Beavis auf die Knie zu fallen. Dann biss Holly in seine Hose und zerrte ihn herum. Gut gemacht, Baby. In diesem Moment hielt ein Auto vor uns und ein Mädchen stieg aus, das genauso aussah wie ich. Das muss Demi sein. Wer bist du? Warum siehst du genauso aus wie meine Tochter? Was für ein Vater bist du, dass du dein eigenes Kind nicht erkennst? Das ist genau der Grund, warum ich von zu Hause weggelaufen bin. Daraufhin entlarvte Demi den bösen Plan von ihrer Stiefmutter und von Beavis an meiner Stelle. Demis Vater entschuldigte sich verzweifelt bei seiner Tochter und gab zu, dass er immer so sehr mit der Arbeit beschäftigt war, dass er die Familie und den Plan seiner Frau schlichtweg übersehen hatte. Geht mir sofort aus den Augen und denkt nicht einmal daran, auch nur einen Cent mitzunehmen. Dann zerrte mich Alden zum Auto und auf dem Fahrersitz saß Ira. Danke, Ira. Nur ich? Alden hat das meiste gemacht. Ich schaute schüchtern zu Alden hinüber. Danke und es tut mir leid. Ist schon okay, wir sind schließlich Freunde. Ich werde mich auf jeden Fall um dich kümmern. Wie auch immer, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt, Brenna. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Alden hat recht, diese schöne Stadt ist glamourös, aber ich gehöre nicht hierher. Ich gehöre zu Wind und Schnee, in das Winterland, das ich mein Zuhause nenne. Es ist Zeit, zurückzukehren. Die Fahrt in die Stadt war wie ein Fiebertraum, aber lassen wir das alles hinter uns. Denn ich bin damit beschäftigt, mit Alden Rennen zu fahren. Wie erwartet, ist er immer so langsam wie eine Schildkröte. Hi, das ist für dich. Für mich? Was ist der Anlass? Der Tag, an dem wir aufhören, Freunde zu sein. Brenna, was hältst du davon, wenn wir mehr als Freunde werden? Es ist nicht alltäglich, dass ein Mädchen wie ich, das nicht aus der Luft- und Raumfahrtbranche kommt, an diesem Creative Science Festival teilnimmt. Aber ich war hier. Das habe ich meinem genialen Freund Mike zu verdanken, der gerade am MIT im Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik angenommen wurde. Das ist alles sehr interessant. So toll, dass Mike mich hierher gebracht hat. Hey, du hast mein Projekt ruiniert. Wer bist du? Entschuldigung, ich bin Mikes... Mike? Oh nein, während seine Freundin hier in Schwierigkeiten steckt, spricht er mit einem anderen Mädchen. Das Mädchen folgte Mike und reparierte sofort das Modell, das ich gerade kaputt gemacht hatte. So ein unglückliches Gehirn hinter ihren auffälligen Klamotten. Psst, sei leise, sie ist Mikes Freundin. Wirklich? Unser Abschiedsredner steht auf Hohlköpfe? Ich dachte, Mike und Liana sind ein Paar. Liana, das hübsche Mädchen, das gerade ein verdammtes Raumschiffmodell in Sekundenbruchteilen repariert hat, wird mit meinem Freund verkuppelt? Ich bin übrigens Chloe. Tut mir leid, dass ich mich nicht schon früher vorgestellt habe. Ich habe mich einfach noch nie so selbstbewusst gefühlt. Mike und ich sind seit der Highschool zusammen. Damals war ich beliebt und viele Jungs waren hinter mir her. Alle schienen erstaunt zu sein, dass ein Mädchen wie ich mit einem Nerd wie ihm zusammen war. Aber jetzt ist Mike bereits Praktikant bei der NASA, obwohl er erst im ersten Semester ist. Er scheint eine Berühmtheit unter Gleichaltrigen zu sein und ich war nur seine hirnlose Freundin. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich als Freundin eines solchen Elite-Schülers nichts zu suchen hatte. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, was auf dem Wissenschaftsfestival passiert ist. Also beschloss ich, in meiner Talkshow Bubblebuzz darüber zu sprechen. Obwohl ich mich nicht zeigte, hatte ich haufenweise Zuhörerinnen und Zuhörer und jedes Mal, wenn die Sendung lief, überschwemmten sie meinen Kommentarbereich mit ihrer Begeisterung. Willkommen zurück, meine Freunde. Unser heutiges Thema lautet, kann sich das Herz eines Mädchen ändern, wenn er aufs College geht? Ich habe eine Freundin, Sally. Sie ist seit 2 Jahren, 10 Monaten und 21 Tagen mit ihrem Freund zusammen. Aber jetzt geht er auf ein College in einem anderen Bundesstaat, wo er unter neuen Freunden und neuen Mädchen lebt. Muss sie sich Sorgen machen, dass sie bald zum alten Eisen gehört? Offensichtlich, aus den Augen, aus dem Sinn. Deine Freundin sollte ihn abservieren, bevor er es tut. Egal wie gut eine Beziehung ist, sie kann dem 3-Jahres-Fluch nicht entkommen. Die 3-Jahres-Sache ist real, alle Highschool-Romanzen sind in der realen Welt dem Untergang geweiht. Mike und ich waren seit fast 3 Jahren zusammen. Traf uns dieser 3-Jahres-Fluch wirklich?
sagte jeder Kommentar, schien es zu glauben, während der User Twinklestar diesen Fluch für albern hielt. Flüche gibt es nicht, Beziehungen sind nicht einfach. Beide Partner müssen bereit sein, sich in ihrer langfristigen Beziehung anzustrengen. Ob 2 Jahre oder 10, das ist irrelevant. Warum hört sich jemand, der so seriös ist wie Twinklestar, überhaupt meine Sendung an? Seit ich die Sendung moderiere, kommentiert diese Person immer mit verwirrenden und langweiligen Zitaten. Ich bin mir nicht sicher, dass der Fluch gar nicht so dumm war. Ob es meine 3-jährige Freundschaft mit meiner ersten besten Freundin Ella war oder die Scheidung meiner Eltern nach 3 Jahren Ehe. Der 3-Jahres-Meilenstein war real. Ich kenne tatsächlich ein Paar, das den Fluch besiegt hat. Das sind meine Großeltern. Opa ist eher ein kalter und zurückhaltender Mensch, der nur Augen für seine Frau hat. Also habe ich Oma gefragt, was das Geheimnis ihrer erfolgreichen Beziehung ist. Erstens, sei dankbar für deinen Partner und betrachte Liebe nicht als selbstverständlich. Zweitens, kenne ihn besser, als du dich selbst kennst. Drittens, lerne zu verzeihen und dich zu entschuldigen. War's das? Das war nicht gerade hilfreich. In unserer Beziehung ging es um Leben und Tod und ich musste wirklich etwas tun. Genau in diesem Moment erschien jemand in der Küche und ich konnte es nicht glauben. Meine Schwester Mindy, die ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte, seit sie bei Papa ausgezogen war. Ich erklärte Mindy meine Ängste und sie schien genau zu verstehen, warum ich so besorgt war. Keine Sorge, Schwesterherz, ich bleibe noch eine Weile hier, damit ich euch beiden helfen kann, diesen Fluch zu überwinden und eure Leidenschaft neu zu entfachen. Da Mike der größte Nerd ist, den ich kenne, müsst ihr zunächst einmal akademischer auftreten. Auf Mindys Rat hin verpasste ich mir diese akademische Ästhetik und ging dann zu Mike in den Vergnügungspark. Oh, schau, da ist er. Chloe, du siehst anders aus. Seit wann trägst du eine Brille? Ich trage schon immer eine Brille, Mike. Du hast es wohl nicht bemerkt. Ich blieb letzte Nacht lange auf, um eine Physikdoku zu sehen. Jetzt ist es an der Zeit, Mike mit meinem Wissen darüber zu beeindrucken, wie Wasserfontänen ohne Strom funktionieren und nur durch die Schwerkraft angetrieben werden. Wie das Fett im Eis den Gefrierpunkt beeinflusst und ich die Fetttröpfchen schmecken konnte. Und wie die Beschleunigungskraft und die Trägheit berücksichtigt wurden, als Mechaniker Achterbahnen für den Nervenkitzel bauten. Aber er schien überhaupt nicht beeindruckt zu sein. Chloe, du bist heute nicht du selbst. Geht es dir gut? Mir geht es nicht gut. Ich wackle schon seit Ewigkeiten mit dem Fuß, aber du hast nie bemerkt, dass meine Schnürsenkel offen sind. Du hast mich nicht zuerst dein Eis probieren lassen, wie du es immer tust. Und du hast nicht bemerkt, wie viel Mühe ich mir gegeben habe, all diese wissenschaftlichen Sachen für dich zu lernen. Es tut mir leid. Ich habe dieses große Projekt im Kopf und... Mike Jenkins, du hast dich verändert. Der Mike, den ich kenne und liebe, war aufmerksam und hat mich nicht mit ungebundenen Schuhen herumlaufen lassen. Du liebst mich nicht mehr. Das wurde mir alles zu viel und ich rannte so schnell ich konnte mit wehenden Schnürsenkeln davon. Sobald ich zu Hause war, rief ich Mindy an und erzählte ihr alles. Ich war so froh, dass ich meine große Schwester hatte. OMG, er hat was getan? Das hört sich an, als ob er sich einfach nicht mehr für dich interessiert. Meinst du, vielleicht war er nur... Nein, wenn ihm etwas an dir liegen würde, wäre er dir hinterher gewesen. Stattdessen hat er dich in gefährlichen Turnschuhen herumlaufen lassen. Mindy hatte recht, Mike ist mir gegenüber kalt geworden. Dieser 3-jährige Fluch war echt. Was soll ich jetzt tun? Da gibt es nur eins, du musst ihn auf die Probe stellen. Ich sitze schon seit einer Stunde hier und Mike hat nicht... Da kommt er. Das war Mindys Idee, eine Autopanne vorzutäuschen und Mike um Hilfe zu rufen. Wow, du bist so gut, ohne dich wäre ich hier immer noch alleine gestrandet. Du hättest eine Werkstatt anrufen können. Es war ja nicht mal was mit... Ist ja auch egal. Aber du bist mein Freund. Ja, dein vielbeschäftigter Freund, der in einem anderen Bundesstaat lebt. Wie auch immer, ich muss mich beeilen und wir müssen die nächste Woche ausfallen lassen. Ich habe eine Menge um die Ohren. Danke, Mike, und ich hatte noch mehr Angst, ihn zu verlieren als zuvor. Als ob er einfach abgehauen wäre. Seine neue Umgebung hat ihn noch mehr verändert, als ich dachte. Chloe, du musst jetzt in seinen Lebensraum eindringen, bevor du ihn für immer verlierst. Also schlich ich mich in Mikes Wohnheimzimmer und verwandelte es von nerdig in romantisch schick. Ich höre Schritte. Ich sollte mich besser verstecken. Da ist Mike, aber wer ist bei ihm? Oh wow, sehr romantisch. Dann begann die andere Person sich auszuziehen. Ich sprang aus dem Schrank, bereit, diese Männerdiebin zu Boden zu werfen. Aber Moment mal, das ist in Wirklichkeit ein Mann, Mikes Mitbewohner, Gus. Chloe, was machst du hier? Tut mir leid, ich wollte dich nur überraschen und dich fragen, ob du heute oder morgen mit mir ausgehen willst, wann immer du Zeit hast. Ich habe dir gesagt, dass ich diese Woche viel zu tun habe. Ich habe morgen eine Prüfung. Du meinst also, ich störe dich? Brauchst du mich nicht mehr? Hier, du kannst meinen Ausweis benutzen und mit Mike zur Prüfung gehen. Mach ein heißes Date draus. Das ist sehr nett von dir. Ich danke dir so sehr. So oder so, meine Infiltrationsmission war ein Erfolg.
Am nächsten Tag kam ich mit Mike in diesen technischen Bereich und blieb einfach bei ihm, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Chloe, fass nichts an, okay? Mike, da bist du ja. Das musst du dir ansehen. Sie zerrte ihn weg und grinste mich gerade an. Oh, was für ein furchtbares Mädchen, das mich anmacht. Sie versuchte offensichtlich, uns zu entzweien. Das wollte ich ihr auf keinen Fall durchgehen lassen. Ich würde ihnen allen zeigen, dass ich es verdient habe, mit ihm zusammen zu sein. Während Liana alleine mit ihrem VR-Headset herumlief, sagte ich ihr, sie solle die Finger von meinem Freund lassen. Oh, da bist du ja. Halt dich von Mike fern. Du weißt doch gar nicht, dass er eine Freundin hat. Du bist nur ein anhänglicher Schwachkopf, den er aus Höflichkeit nicht loswerden will. Ich bin das perfekte Mädchen für ihn, nicht du. Ich bin die einflussreichste Radiomoderatorin in den sozialen Medien und ein drittklassiges Mädchen wie du nennt mich einen Schwachkopf? Ich werde dafür sorgen, dass jeder weiß, was für eine schreckliche Person du bist. Wirklich? Das macht mir Angst. Als ob ich mir Sorgen um diese erbärmlichen Klatschtanten machen würde. Wie kann sie es wagen? Ich schubste sie und plötzlich... Boom! Ihr Headset zerbrach in 1000 Stücke und lag auf dem Boden. Oh nein, Mike hat gesagt, ich soll nichts anfassen. Was machst du denn hier? Was ist passiert? Es tut mir so leid, Chloe. Ich weiß, dass du mit der ganzen Sache nicht klarkommst. Aber ich bin Mikes Teamkollegin und wir haben viel miteinander zu tun. Da läuft nichts zwischen uns. Du überreagierst. Dann rannte sie unter Tränen davon, als ob sie keine Schuld hätte. Sie lügt. Das habe ich nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie will... Chloe, es reicht. Ich bin zu beschäftigt, um mir Gedanken darüber zu machen, welches Chaos du als nächstes anrichten würdest. Wir sollten eine Pause machen. Er nahm mir den Ausweis ab und ließ mich mit dem Gefühl zurück, dass meine ganze Welt zusammengebrochen war. Nachdem ich ein Meer von Tränen geweint hatte, beschloss ich, es wieder gut zu machen. Ich warf mein Ego über Bord und schrieb ihm als erstes eine SMS. Doch bevor ich auf Senden drücken konnte, erhielt ich eine Nachricht von Mike, in der er sich entschuldigte und sagte, dass wir unser dreijähriges Jubiläum mit einem Ausflug feiern würden. Das bedeutete, dass es mit uns noch nicht vorbei war und der Flug nicht wahr war. Oh, ich musste überlegen, welche Klamotten ich mitnehmen sollte. Ich packte alles zusammen und machte mich bereit für den Urlaub unseres Lebens. Es sollte so romantisch werden. Doch plötzlich stürzte Liana zu uns und schlang ihre Arme um Mike. Meine Hündin Nova ist... Sie ist gestorben. Ich kann jetzt nicht allein sein. Lieber würde ich sterben. Diese verlogene Spaßbremse. Der arme Mike wusste nicht, was er sagen sollte. Also sprang sie ohne meine Erlaubnis einfach auf den Rücksitz des Autos. Kein Problem, je mehr, desto lustiger. Ich lade meine Schwester ein, ebenfalls mitzufahren. Mindy erwies sich als super nützlich, denn sie mischte sich immer ein, wenn Liana sich Mike näherte. Aber Liana wurde einfach immer schamloser. Sie klebte an Mike und besaß die Dreistigkeit, sich neben ihn zu legen, als wäre ich unsichtbar und aß sogar seine Eiscreme. Und was noch schlimmer war, mein ahnungsloser Freund schien das überhaupt nicht zu stören. Sie ist gerissener, als ich dachte. Du musst dich mehr anstrengen. Es war so ein schöner Abend, aber dieses dritte Rad, Liana, schwirrte um Mike herum wie eine Mücke. Dann fing sie an, über Physik zu reden. Und jetzt war er so in ihr Gespräch vertieft, dass ich genauso gut hätte verschwinden können. Wie könnte ich Liana klarmachen, dass Mike mich liebt und nicht sie? Nun, ich war mir nicht sicher, ob er mich noch liebt. Chloe! Du sehnst dich so sehr nach Aufmerksamkeit, dass du bereit bist, dich selbst zu verletzen. Sie ist schon verletzt wegen dir. Das ist ihr dreijähriges Jubiläum und du hast dich selbst eingeladen, so wie du dich immer eingemischt hast. Ich wette, du hast nicht mal einen Hund. Ich lenkte meinen Blick von der scheinbar weinenden Liana auf den verwirrt dreinblickenden Mike. Chloe, was hast du vor? Ich mache mir Sorgen, dass du deine Liebe zu mir verloren hast, weil wir die Dreijahresmarke erreicht haben. Wir haben unterschiedliche Interessen und ich fühle mich unsicher, was uns angeht. Wenn du dich weiterhin so verhältst, dann weiß ich einfach nicht. Ich habe auch über unsere Zukunft nachgedacht und habe beschlossen, dass es Zeit ist, dass wir... Oh nein, das darf nicht sein. Ich glaube, ich bin schwanger. Wir waren vor 2 Tagen zurückgekehrt und Mike hatte sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Der Fluch hatte mich eingeholt und ich hatte ihn für immer verloren. Ich wünschte nur, ich hätte wegen des Babys nicht gelogen. Dann wäre unsere Trennung vielleicht nicht so peinlich gewesen. Das rief nach einer Einkaufstherapie. Ich ging nach draußen und sah... Mike mit einem riesigen Koffer. Chloe, ich habe das Projekt beendet und mein Studium abgebrochen. Ich werde mich um euch kümmern, um euch beide. Mike wuselte durch das Haus, um es schwangerenfreundlich zu gestalten. Er warf alles Junkfood, Kaffee und sogar Mayonnaise weg. Außerdem packte er meine hohen Absätze weg und spielte überall im Haus Mozart. Angeblich würde es das Baby zu einem Genie machen. Wir wollten das perfekte, glückliche Familienleben führen. Aber als ich in mein Zimmer ging, um meinen Laptop für meine nächste Radiosendung zu holen, konnte ich ihn nirgends finden. Ich fragte Mike und er sagte, ich habe ihn zusammen mit deinen hohen Schuhen, deinem Make-up und alles in den Lagerraum gebracht. Du brauchst keine Ablenkung mehr.
Nur noch du, ich und das Baby. Kein Radio, kein Lernen, keine Freunde mehr. Wir können einen Haufen Kinder haben und in diesem Haus alt werden. Was? Das war nicht das, was ich wollte. Keiner von uns beiden sollte ein langweiliges, unerfülltes Leben führen oder seine Träume aufgeben, richtig? Ich hatte zwar meinen Laptop nicht dabei, aber dafür mein Handy. Willkommen zurück. Das heutige Thema ist wieder meine Freundin Sally. Sie hat gelogen, dass sie schwanger ist, damit ihr Freund sie nicht verlässt. Soll sie weiter lügen oder die Wahrheit sagen? Dieses Mal erschien Twinkles da wieder. Ich weiß, dass ich schon immer ein tapferes Mädchen war, das keine Angst davor hat, ihre eigenen Fehler zuzugeben und sie zu korrigieren. Sie sollte ihrem Freund die Wahrheit sagen und ihm erklären, wie sehr sie ihn liebt. Das klingt seltsam spezifisch. Wer ist diese Person? Eigentlich, Bubblebuzz, kennen wir uns. Bevor ich sie noch etwas fragen konnte, ging Twinkles da offline. Wer auch immer das war, ich glaube, er hatte recht. Ich ging also nach unten, um mit Mike zu reden. Aber er war nicht da. Stattdessen sprang Mindy aus dem Nichts auf mit einem Schwangerschaftstest und einer Flasche Cola in der Hand. Ich muss den hier nur eintunken, dann ist das Pluszeichen ganz klar zu sehen, falls Mike noch Zweifel an dem Baby hat. Das brauchst du nicht, ich werde ihm die Wahrheit sagen. Bist du dir da sicher? Was ist, wenn Mike wütend wird? Ich dachte darüber nach. Nein, so beängstigend es auch war, ich konnte das nicht mehr tun. Ich wollte Mike beschützen, indem ich ihm die Wahrheit sagte. Wo war er? Er musste hier irgendwo sein. Liana? Warum war sie mit Mike hier? Mike, es tut mir leid, aber Chloe ist nicht schwanger. Das hat sie in ihrer Radioshow zugegeben. Du verdienst es, mit jemandem zusammen zu sein, der sich nicht für furchtbare Lügen ausdenkt. Jemandem wie mir. Oh nein, ich habe die Chance verpasst, es ihm aus erster Hand zu sagen. Jetzt würde Mike nie wieder mit mir reden. Chloe, warte. Ich konnte mich nicht umdrehen und die Enttäuschung in seinen Augen nicht ertragen. Ich konnte niemanden, kein fünftes Rad und keinen Fluch dafür verantwortlich machen, dass meine Beziehung kaputt ging. Hallo, ich weiß, dass dies eine außerplanmäßige Sendung ist, aber ich wollte mit euch reden. Das Mädchen, über das ich gestern gesprochen habe, Sally, nun ja, das bin ich. Ich habe eine Schwangerschaft vorgetäuscht, um meine Beziehung zu retten, aber mein Freund hasst mich jetzt. Ich hatte so viel Angst vor diesem dreijährigen Fluch, dass ich zu einem eifersüchtigen Monster wurde. Mike hat meinetwegen sogar die Beziehung beendet. Ich bin so egoistisch, weil ich von ihm erwarte, dass er jede Minute seines Tages mit mir verbringt. Er braucht auch sein eigenes Leben, das brauchen wir beide. Die Zeit, die wir getrennt sind, macht unsere gemeinsame Zeit aufregender und unsere Liebe leidenschaftlicher. Jetzt haben wir uns getrennt und das ist alles meine Schuld. Ich hielt inne, um zu Atem zu kommen. Wer hat dir gesagt, dass ich Schluss machen will? Hast du nicht? Du hast gesagt, du hast eine Entscheidung getroffen. Weißt du was? Nach allen deinen Dummheiten, einschließlich des Vortäuschens deiner Schwangerschaft, bin ich immer noch wahnsinnig in dich verliebt. Also habe ich mich entschieden, Chloe Ruth Evanson, du bist verrückt, ausgeflippt und einmalig. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dich nicht in meinem Leben zu haben. Willst du mich heiraten? Ja! Aber Mike, nach unserer Verlobung solltest du dein Studium, deine Projekte, dein Praktikum und so weiter fortsetzen. Du musst nicht die ganze Zeit an meiner Seite bleiben. Was? Ich dachte, das würde dir gefallen. Wir können den ganzen Tag zusammen sein und genug Babys für eine Fußballmannschaft machen, oder? Entspann dich, ich mache nur Spaß. Ich wusste die ganze Zeit, dass du wegen des Babys gelogen hast. Dein Opa hat es mir erzählt. Wie sich herausstellte, war Twinkles da niemand anderes als mein Opa. Der sah, dass ich einen Rat brauchte und versuchte, mir einen objektiven Rat zu geben. Mike stimmte der Lüge nur zu, um mich zu ärgern. Wer hätte gedacht, dass mein nerdiger Freund so verschwindet?